Hallo und herzlich willkommen zum Raustausch-Podcast Nummer 95. 95. Und mit etwas Verspätung widmen wir uns nun noch dem vierten Quartal 2016. Das wird ein kurzer Podcast, denn erfahrungsgemäß kommt im vierten Quartal ja eigentlich immer nichts raus. Richtig, vollkommen korrekt. Und deswegen ist der ganz schnell abgefrühstückt. In einer Stunde, wahrscheinlich sogar eine halbe, haben wir alles vergessen. Ja. Nee, die Wahrheit ist leider, da kommen immer die ganzen Blockbuster. Und dieses Jahr, das kann man auch schon mal sagen, geht das halt gleich so weiter. Spielindustrie hat gesagt, die 3 Monate vor Weihnachten reichen uns nicht mehr. Ja. Wir nehmen die 3 danach einfach gleich noch mit. Aber um die geht es heute nicht. Noch nicht. Aber wir wissen jetzt schon mal, nächstes Jahr, beim Rückblick auf 2017, haben wir ein Problem gleich schon wieder. Ja. Da müssen wir irgendwie so Quartal 1, 1, 2, Quartal 2, 2, 2. Ja. Ein Problem. Ich überspringe jetzt einfach mal 3 Titel, um diese hervorragende Überleitung zu nutzen. Achso. Nicht nur ein Problem, sondern einige Probleme hatte das erste Spiel, das wir im Oktober besprechen, nämlich Mafia 3. Oh ja, du hast sogar 3 Titel übersprungen. Ja, das kam am 7. Oktober raus. Für Xbox One, PS4 und PC. Ja, Mafia 3 war eine... Ja, man kann sagen, vorher war so, alle waren total gespannt darauf, haben sich gedacht, boah, das ist doch voll cool, das Setting sah gut aus, die Trailer waren toll und alle haben eigentlich gedacht, das kann nur ein großartiges Spiel werden. Ja, und dann hat der gute Grauto das mal ein bisschen gespielt und nachdem er ein paar Leute an Krokodile verfüttert hat und damit seinen Haien Spaß hatte. Alligatoren verfüttert hatte und seinen Haien Spaß damit hatte und der Anfang auch ziemlich cool ist und war und so gut inszeniert, wurde es dann irgendwie immer schlimmer und lächerlicher. Ja. Ja, denn Mafia 3, es gibt dazu einen Test bei uns auf der Seite, auf dem Kanal, sehr ausführlich, 43 Minuten geht der. Um die ganze Absurdität dieses Spiels zusammenzufassen, braucht man so viel Zeit. Aber es ist halt wirklich so, dass das Spiel sich die ersten 2-3 Stunden fantastisch inszeniert, einen guten Storyfluss hat, die Zwischensequenzen sind genial gemacht, sehen brachial gut aus, sind super animiert. Ich war wirklich beeindruckt, dass man sogar die Zunge beim Sprechen sieht und es aussieht, als wäre das realistisch, was die Zunge da tut. Und ja, es ist halt an sich, baut es halt so einen klassischen Mafia-Rache-Epos auf. So. Was aber auch eigentlich in Ordnung ist. Ja, Mafia-Boss bringt Familie um, jetzt bringt man Mafia-Boss um, so. Und, aber man hat ein sehr interessantes Setting gewählt, nämlich mit den Südstaaten der 1968er Jahre und spielt dort dann noch dazu ein Afroamerikaner und die hatten es damals nicht leicht, ja. Weil ja die Polizei eben sehr schnell auf sie aufmerksam geworden ist, auch wenn sie nichts getan haben. Sie wurden aus Restaurants rausgejagt, es gab allgemeinen Rassenhass und so weiter und so fort. Also man hat sich da eine sehr brisante Ära ausgesucht. Und das ist zum Beispiel was das Spiel auch sehr, sehr gut macht. Also das ist, finde ich, eine große Stärke, dass es einen das nicht auf die Nase drückt, so, du bist schwarz, aber es einen immer mal wieder spüren lässt. Zum Beispiel, dass wenn du in so ein nobleres Restaurant reingehst, dass die dann auch zu dir kommen und sagen, entschuldigen Sie, Sir, bitte verlassen Sie jetzt dieses Etablissement oder wir rufen die Polizei. Und das machen sie dann halt tatsächlich auch. Ja. Und so, also das ist wirklich sehr cool. Und auch an sich funktioniert diese Rache-Story total gut. Aber nach 3 Stunden entscheidet sich Mafia 3 dann dazu, ach, wir werfen all unsere Stärken über Bord und machen ab jetzt repetitivstes Gameplay, indem man nämlich 9 Mal im Spiel immer einen Bezirk erobern muss. Dazu muss man dann erstmal die Einnahmequellen der Mafia-Bosse da kaputt machen. Dann kommt der Untergeneral raus, dann muss man den erledigen und kommt durch den dann an den Hauptgeneral ran und hat dann einen neuen Bezirk. Und das macht man halt dann, diese Aufgabenkette macht man dann somit also im Prinzip 36 Mal. Weil man immer 2 Wirtschaftszweige zerstören muss und dann geht das wieder los. Das Schlimme ist ja daran auch noch, dass diese Missionen, wo man die Wirtschaftszweige zerstört, sind nicht wirklich abwechslungsreich. Ja. Sondern wiederholen sich auch noch die ganze Zeit. Plus dazu kommt da auch noch, selbst wenn es so repetitiv wäre von den Aufgaben her, könnte man ja sagen, gut, aber vielleicht das Gameplay ist ja schön, dass man eine coole Gefechte sich leisten kann mit der KI und so weiter. Das ist das Problem, dass die KI strutzdumm ist. Und zwar so dumm, dass, du hast es sehr schön in deinem Test gezeigt, irgendwo sich an der Stelle hinstellen, einfach nur auf eine Tür zielen, Alarm schlagen nach dem Motto und dann kommen die Leute Stück für Stück durch diese Tür nacheinander raus und es ist wie ein Erschießungskommando, man muss einfach nur jedes Mal einmal kurz schießen und man hat die gesamte feindliche Bande ausgeschaltet. Ja.
Also ich muss sagen, ich mache das nicht oft, aber ich kann euch meinen Test nur empfehlen. Da sind so viele Szenen drin, über die ich im Nachhinein wirklich jetzt sehr lachen muss, weil es wirklich, man sitzt in einem Flur und pfeift und es kommt einer nach dem anderen runter, bis dann irgendwann sogar das Ziel, was man ausschalten soll, runterkommt. Und dann verlernt der Charakter plötzlich zu pfeifen, weil das Spiel nicht weiß, wie es sonst verhindern soll, dass der Boss des Gebietes einfach zu einem gelatscht kommt und obwohl da schon 10 Leichen liegen, sich ummurksen lässt. So dumm ist die KI. Also ich habe halt wirklich ab dem Test gesagt, es fühlt sich an, als würde man eine Horde, als würde man Tausende von geistig behinderten Menschen töten. Was die Taten des Charakters, wenn man das mal so betrachtet, nochmal Unterstreicht. unterstreicht. War jetzt nicht gerade zimperlich. So, und ja. Plus dazu kommt noch, dass es legendäre Einwohner dort gibt, denn die legendären Bootsfahrer sind unantastbar. Ja. Beziehungsweise, also ja, es sind schon Boote, aber diese Ja, Speedboote, so. Speedboote halt. Also, ja, das ist halt wirklich so, du kannst jeden Menschen umbringen, umhauen, kannst Autos klauen, Boote kannst du nicht kapern, wenn einer drin sitzt, weil du den nicht angreifen darfst. Es sind so Logiklücken in der Welt, wo sich, glaube ich, einfach, da wurde, glaube ich, einfach nicht programmiert, dass du den umbringen kannst, so, weil da sich einfach nicht drüber Gedanken gemacht wurde. Und rausgefunden habe ich das auch nur, weil wenn man eine Nebenmission macht und da drin scheitert, man nicht am Anfang der Mission wieder abgesetzt wird, sondern irgendwo auf einer Insel in der Pampa, wo sie dann das Boot, was da immer vor Anker liegt, wegmachen, damit du dann durch den alligatorverseuchten Fluss schwimmen darfst, um dann zu versuchen, ein Boot zu kapern, was dann nicht geht. Es ist, deshalb habe ich die Szene, wo ich wirklich nur noch so da saß. Weggeschmissen vor Ja, Lachen, was also ist der Chat im Stream hatte sehr viel Spaß in diesem Moment. Aber war es. jetzt so geil. Er steht ja wirklich auf diesem Boot mit dieser Pistole. Er zielt und sobald er auf den Bootsfahrer geht, weg Ja. vom Bootsfahrer, Bootsfahrer, weg vom Bootsfahrer, Bootsfahrer. Er konnte nichts mit diesem Bootsfahrer machen. Der hat geschrien wie blöd und hat Stoff gegeben, ist Ja. losgefahren und ist dann mit ihm Ja. mitgefahren. Also das Spiel hat halt wirklich Logiklücken in der Welt ohne Probleme, ohne Ende die Atmosphäre zerstören. Es hat eine miserable Technik gehabt, als es rausgekommen Naja, das ist. Ding ist ja, man hat vermutet ja, dass eh das gesamte Spiel in der Hölle spielt. Ja. Besonders auf dem PC gab es starke Probleme, unter anderem den Himmel aus der Hölle, weil wenn Abendrot war, dann sah das wirklich aus, als wäre die Hölle auf Erden hereingebrochen, weil alles einfach nur noch in tiefsten Orange Brandtönen war, die Bäume waren in gleißendes Licht gehüllt, teilweise wurde die ganze Stadt vom Licht verschluckt. Und ja, da sind Autos, haben sich mitten auf der Straße weggebeamt, dann hatte plötzlich alles keinen Sound mehr. Ich habe einen Mann an einem Bootssteg in den Rücken gestochen, plötzlich schwamm ich mit ihm im Wasser, weil da keine Animation für da war. Und ich hatte noch Glück, also andere haben halt wirklich so Sachen gehabt, was es auch auf YouTube zu sehen gibt, wo dann das Missionsziel plötzlich einfach angefangen hat zu fliegen und nicht mehr erreichbar war, wie sich Charaktere plötzlich verdoppelt haben und plötzlich tausendmal da waren. Oder siamesische Zwillinge, wo dann plötzlich 2 Köpfe aus dem Körper rauskamen. Es war wirklich gerade auf dem PC eine absolute Katastrophe. Ja. Und wenn man dann Anfang des Jahres als Game Director noch die Aussage trifft, wir werden kein verbuggtes Spiel herausbringen, wir wissen, was das bedeuten würde, Ja, bisschen schwierig. es war wieder ein Schlag generell für alle, aber auch wieder besonders für die PCler, Ja. dass wieder ein Port für den PC wieder hundsmiserabel war. Ja. Also das war so ein Spiel, da haben sich viele drüber aufgeregt, so, wie kann man dem Spiel 60% geben? Es hat doch seine Qualitäten. Und ich bin auf der Seite, die sagt, ich verstehe nicht, wie man diesem Spiel mehr als 60% geben kann. Ja. So, weil da ist so viel, alles, was es gut macht. Das Gameplay funktioniert an sich, die Story funktioniert an sich, aber all das konterkariert das Spiel selber wieder und macht es so unfassbar schlimm. Weiß ich nicht, wenn jemand sagt, das Stealth-System funktioniert so super und ich sage, ja, wenn die KI zu dumm ist, sich zu wehren gegen dich, dann ja, funktioniert das natürlich gut. So, Ja. ja, und dann ja, sprinte ich da mit meinem afroamerikanischen Ninja durch die Gegend und schalte einen nach dem anderen aus. Also, Wenn es ja. funktioniert, meine andere, also ich meine, das ist auch eine moderne Methode, eine gesamte Mafia zu zerschlagen. Stealth-mäßig, ohne dass es irgendjemand mitbekommt, nachdem 50 Leute tot sind. Ja. Merkwürdig. Ja, als allerletzte Anekdote noch in dieser Mission, wo ich dieses Beispiel hatte, wo ich gemerkt habe, okay, wie schnell ich mich bewege, ist scheißegal, gab es auch eine wunderbare Szene, wie ich in einem Haus stand
Um mich herum waren irgendwie 20 Gangster, die auf das Haus schossen. Ich spazierte nach rechts aus dem Haus raus und sie haben nicht bemerkt, dass ich gegangen bin. Sie schossen einfach weiter das Haus zu Klum, obwohl ich vor ihren Augen rausgelaufen bin. So dumm ist die KI in diesem Spiel. Ja, das war herrlich. Das ist wirklich unglaublich. Ja, so kommen wir zu schöneren Dingen. Wie zum Beispiel Aragami? Ja, Aragami ist ein kleines Stealth-Spiel für PlayStation 4 und PC in einem Stealth-Shading-Look. Cell-Shading-Look meine ich natürlich. Wie sieht ein Stealth-Shading-Look aus? Den sieht man einfach nicht. Das ist Mafia 3 in seiner ultimativen Form, dass man einfach nichts mehr sieht. Nein, ja, und es ist wirklich Stealth im ursprünglichsten Sinne, nämlich man spielt einen Ninja. Und ja, ist halt wirklich angeraten, ohne gesehen zu werden, durch diese Level zu kommen. Und hat einige ganz coole Ideen, weil hat nämlich unter anderem so Schattenkräfte, mit denen man dann eben zum Beispiel ja irgendwie so Schattenflächen auf der Umgebung machen kann und dann da wieder auftauchen und so. Und ja, das habe ich selber nicht gespielt, aber ich habe da viel Gutes drüber gehört. Das Einzige, was im Spiel so ein bisschen im Weg stand, und das ist was dieses Jahr irgendwie häufig war die Technik, weil das nämlich auch gerne mal angefangen hat zu ruckeln und nicht ganz so flüssig lief und so. Und das, ja, in einem Spiel, wo halt perfektes Timing und perfekte Präzision gefragt ist, ist das halt unter Umständen so ein bisschen störend. Ja. Aber es ist so eins dieser Spiele, die ich auf jeden Fall noch auf der Liste habe. Auf der Liste, die ich wahrscheinlich niemals abarbeiten werde. Ich würde sagen, die immer länger wird. Ja. Das ist ja zu viel. Was? Keine Ahnung. Atlas Reaktor, PC. Kam auch am 4. Oktober raus. Ja, Atlas Reaktor ist ein auch sehr kleines, nettes Spiel, wo wir auch damals gesagt haben, wir wollen mal in die Free-to-Play-Test-Variante reingucken. Haben wir nie gemacht, aus Zeitgründen. Das stimmt, ja. Das ist ein, ja, eine Art Helden-XCOM. Genau. So, gegeneinander. Das heißt, jeder sucht sich einen Helden aus. Es gibt halt Helden aus der Tank-Klasse, Support, Angriff und so weiter, was man so kennt. Und dann finden diese Kämpfe aber rundenbasiert statt. Das heißt, es gibt eine Vorbereitungsphase, eine Bewegungsphase und eine Aktionsphase. Genau. Allerdings funktioniert es halt so, dass diese Bewegungen und so weiter finden dann alle halt sozusagen hintereinander statt. Sprich, also man kann auch sehr leicht irgendwelchen Gegnern ausweichen, theoretisch. Wenn der Gegner sagt, ich schieße jetzt geradeaus vor mich, weil da gerade eine Person steht und diese Person ist aber dadurch, dass sie schneller einfach ist, bewegt sich schnell nach links oder rechts, dann weicht sie halt diesen Schuss einfach aus und der Schuss geht ins Leere. Ja, aber das ist halt ziemlich cool, weil du kannst halt immer nur in einer der drei Phasen eine Aktion ausführen sozusagen. Das heißt, du musst dich entscheiden, ob du dich bewegen willst oder eine Aktion machen zum Beispiel. Das heißt, man muss permanent antizipieren, was denn der Gegner jetzt wohl gleich tun wird. Und versuchen, ihn quasi auszutricksen. Und ja, das funktioniert wohl insgesamt ziemlich, ziemlich gut. Ja. Ja, ist ein kleines Spielchen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie es um den Erfolg dieses Spieles so steht. Aber ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass es halt, wie gesagt, eine Free-to-Play-Test-Variante gibt des Ganzen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das seine Spieler gefunden hat. Boah. Ja. Free-to-Play kommt immer gut an. Ja. Warum bloß? Und es ist halt wirklich, klingt auf den ersten Blick sehr simpel und so ein bisschen die Glückssache, aber es ist halt wirklich sehr cool. Dann gibt es zum Beispiel auch Skills, die man auch auswählen kann, dass du halt dann zum Beispiel aber deine Aktion in der Bewegungsphase machen kannst und so. Mhm. Und du musstest dann halt alles wissen, was die anderen Helden können und so, damit du dir denken kannst, was der Gegner jetzt vorhat. Ja, ist halt, also ich finde, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie schnelles Schachspiel mit Fähigkeiten halt sozusagen. Also nicht nur, dass die Figuren sich halt besonders bewegen können, sondern dass sie halt wirklich irgendwelche Angriffsskills haben. Also ein, wie finde ich sagen, modernes, aber aufgepimptes Schachspiel sozusagen. Ja. Ja. Das jedenfalls. Ein bisschen weniger strategisch dafür, umso schneller muss man vorgehen im nächsten Spiel, nämlich bei Warhammer The End Times Vermintide, was am 4. Oktober auch für die Xbox One und PS4 rausgekommen ist, aber schon lange zuvor für den PC auf Steam. Und End Times Vermintide kann man sich eigentlich so vorstellen wie ein neues Left 4 Dead. Ja. Es ist wieder so, dass vier Spieler spielen zusammen gegen eine riesige anrennende Horde an Ratten diesmal, statt Zombies. Das sind die Skaven, wer sich mit dem Warhammer-Fantasy-Universum so ein bisschen auskennt. Skaven sind halt große Rattenmenschen, die halt auch durchaus Armbrüste, Handäxte und irgendwelche modernen, ich sag mal, Kanonen auch haben. Also was wie Gatling-Gun und so weiter.
Und jetzt ist halt so bei Vermintide, dass halt diese Ratten haben halt viele Orte komplett überrannt. Man ist jetzt halt diese kleine Heldentruppe, die versucht halt irgendwas gegen diese Rattenplage zu unternehmen, die auch mal versucht zu fliehen, die halt irgendwelche Missionsziele verfolgt. Das kann alles möglich sein von, schaust einfach nur aus der Stadt raus, töte den Boss oder aber auch finde irgendwelche Getreidesäcke, um halt den Bewohnern zu helfen. Alles Mögliche. Und dann ist es besonders halt noch, dass jeder dieser Helden, die man sich da aussuchen kann, hat seine besonderen Fähigkeiten. Es gibt halt Magierinnen, es gibt einen Armbrustschützen, es gibt einen, der sich mit Sprengstoff gut auskennt und es gibt halt einen, der komplett Nahkampf ist. Und da ist natürlich der Unterschied zu Left 4 Dead, dass es halt jetzt hier nicht nur mega viele Fernkampfwaffen gibt, sondern hier gibt es halt vor allem Nahkampfwaffen. Weil es halt natürlich eher so ein Mittelalter-Setting ist. Halt, also die Hauptwaffen, die man hat, sind eher halt Schwerter und Äxte und so ein Kram. Während die Fernkampfwaffen, also vielleicht beim Schützen, halt eher so die Zweihänder sind, wo man halt auch immer Munition sammeln muss. Ja. Zusätzlich kommt noch ein kleines Crafting-System, wo man halt ein Loot-System, was man auf, wenn man die Mission schafft, dann kriegt man halt ein bisschen Loot oder auch Zeug, dass man seine Waffen selber produzieren kann oder verstärken kann. Und so steigen also auch die Charaktere, die man selber spielt, steigen also halt sozusagen auf dem Level auf, werden stärker und dadurch fallen halt dann Anfangsmissionen leichter, beziehungsweise irgendwann schafft man auch die ganz Endmissionen, die richtig schwer sind. Und insgesamt ist dieses Spiel sehr, sehr gut angekommen und macht eigentlich so viel Spaß wie Left 4 Dead, so kann man eigentlich so sagen. Ja. Selber habe ich es noch nicht gespielt, aber ich habe es eigentlich noch vor, mit ein paar Leuten zu spielen. Ja, ich wäre dabei. Sehr gut. war auch wieder eins dieser Dinger, wo man halt gedacht hat damals, für 30 Euro würde ich es mitnehmen, aber es war dann halt auch irgendwie wieder ein 45, 50 Euro Vollpreisspiel, glaube ich. Und da war dann damals, da kommt Mafia, hätte ich mal nicht gemacht. Ja. Und dann kommt der November, wo einfach alles kommt und so, dann hat man es halt wieder nicht mitgenommen. Ja. Tja. Aber das Gute ist, dieses Spiel ist regelmäßig bei sämtlichen Steam-Sales im Angebot. Sehr gut. Das müsste momentan auch, während wir es aufnehmen, läuft immer noch der Winter Sale, der geht auch bis 2. Januar. Wir haben noch den 18. Dezember gerade. Ja. Und Da hole ich mir jetzt übrigens auch, dann habe ich noch nicht gemacht, aber habe ich jetzt vor, hole ich mir jetzt auch mal die beiden Metro-Spiele, die sind nämlich gerade für 6 Euro beide. Kann ich nur empfehlen, auf gepimpten Version. Extremst gut. Ja. Habe ich auch schon beide durchgespielt. Ja. Warhammer ist ja ziemlich, ziemlich düster, genau wie Metro. Das komplette Gegenteil wollte uns Nintendo am 7. Oktober mit Paper Mario Color Splash. Was? Bieten. Aber das ist doch das düsterste Spiel gut, überhaupt. Wir haben ja schon mal theoretisiert, dass die einzige Farbe in diesem Spiel vielleicht rot ist und das alles einfach Blut ist und man die ganze Welt in Blut tränkt. Ja. Papier, man schneidet sich hier gerne mal an Papier. Ja. Das symbolisiert das. Ja, war halt ein Paper Mario. Ehrlich gesagt habe ich da überhaupt keinen Überblick, wie die Wertungen dafür waren oder so. Aber ja, ich nehme mal an, es war halt wie das klassische Paper Mario Rollenspiel gedöns. Schon wieder so eine 80er-Wertung irgendwie bekommen haben. Ja, aber es setzt sich fort, so dieses, dass die Nintendo-Dinger nicht mehr so dieses große, Nintendo bringt ein Spiel raus, sind. Das Problem ist halt wirklich, alle warten jetzt halt wirklich auf die neue Konsole. Ja. Auf Switch. Ich wollte gerade sagen, Klick. Nee, Klick macht das Ding, wenn es Klick macht halt. Switch heißt ja. Und darauf wartet man halt einfach und dann halt auch für die Spiele, die dann für die Switch rauskommen, wo er jetzt sich schon wieder alles verschoben hat. Ja. Wo man es schon wieder erfahren hat. Und man sich auch so denkt, so, okay, ob das wirklich so gut wird? Ja, man wird ja sehen. Also es sind ja bis jetzt immer noch alles Gerüchte. Und ich sag mal so, das Gerücht besagt ja im Moment, dass sie Zelda nicht schaffen zum Release, aber dafür das neue Mario schon bereitstehen soll. Ja, ich denke, das wäre ein ebenbürtiger Ersatz für die Konsole. Aber ja. Wir switchen hier wild hin und her zwischen von düster zu bunt und kindlich zu bunt und partymäßig. Ja, zu bunten Drogen und nackten Frauen. Mit Criminal Girls 2 Party Favors. Machst du so nicht mehr Partys oder was? Über Criminal Girls habe ich ja schon mal gesprochen. Der erste Teil handelte davon, dass man irgendwie gegen Dämonen kämpfen muss. Und dafür musste man die besonderen Kräfte von Frauen freischalten. Mhm. Die hat man dann erstmal gegen ihren Willen gefangen genommen und gefoltert und ausgepeitscht. Und am Anfang wollten sie das nicht und haben gesagt, nein, lass mich. Und also im Prinzip war es eine halbe Vergewaltigung, kann man sagen. Oder zumindest, ja, unangemessen, ja. Aber dann hat ihnen das immer besser gefallen, so wie das mit Frauen so ist, offenbar laut Logik dieser Spieleentwickler. Und dann kommt jetzt der zweite Teil und Party Favors sagt irgendwie, glaube ich, schon alles, was man darüber wissen muss. Man macht Party. Ja. Man zieht Frauen aus. Also es war dann wirklich so, du hast dann über den Bildschirm gestrichen bei der Vita
Und das wird ja auch wieder so sein. Und dann haben die da halt rumgestöhnt und so. Und am Anfang war ihr das Bild komplett verhüllt. Und am Ende hattest du halt das Bild einer so gut wie nackten Frau. Weil dann hat es ihr halt gefallen und dann hat sie sich einem halt hingegeben. Ich wollte das nur reinnehmen, um nochmal meine Fassungslosigkeit darüber preiszugeben, dass sowas A entwickelt wird, B in den Westen kommt und C einen zweiten Teil bekommt. Aber man muss dazu sagen, zum Punkt 2 ist doch schön, dass so viele japanische Spiele mittlerweile in den Westen kommen. Ja, aber alles sowas mögliche, kann auch wegbleiben. Dann zu Punkt Nummer 1, Erotik hatte durchaus auch seinen Platz bei Spielen. Erotik, ja. Aber das Bild belästige Frauen nur so lange sexuell, bis sie es wollen, ist, finde ich, keine lohnenswerte Botschaft. Drittens, wir reden hier von Japan. Und den vierten Punkt habe ich wieder vergessen, was du nochmal als drittes aufgefallen hast. Weiß ich nicht. Egal. Wir müssen ja für unsere Party auch Dinge bauen, zum Beispiel auch einen Partykeller, weil man den Damen dann Spaß haben möchte. Also gehen wir am besten zu Dragon Quest. Da kann man Sachen bauen. Bei Dragon Quest. Alter, Presents. Aber heute springen wir wirklich geil zwischen den Genres hin und her. Ja. Für PS4 und Vita kam am 11. Oktober Dragon Quest Builders raus. Ja. Das ist halt, ja, wie soll man sagen, also alles in Dragon Quest Optik. Ja. Also alles so dieses Dragon Ball mäßige vom Zeichenstil her, quietschbunte. Und Builders, ja, ist halt sowas wie Minecraft so ein bisschen. Ja. Man kann halt Sachen abbauen, man baut seine eigenen Sachen an, kann seine eigenen Landschaften bauen, seine eigenen Gebäude bauen. Dazu kann man halt noch gegen ein paar Monster kämpfen, hat noch, ich glaube, auch ein Level-System, gibt es auch. Ja. Ja, also das Spiel kam überraschend gut an. Also als es angekündigt wurde, waren alle so, boah, braucht man das? Aber es war dann, war sogar bei vielen so in den besseren Spielen des Jahres vertreten. Denn das Ganze hat halt dieses Minecraft-System genommen in sehr groben Zügen. Also man kann, es ist halt immer noch nicht dieses komplett freie Minecraft-Ding. Ja, nicht ganz. Man hat aber das verbunden mit tatsächlich einer Story und Quest. Also man verfolgt tatsächlich einer Quest. Es wäre auch dumm, wenn man das in Dragon Quest nicht tun würde. Und dann geht es halt um deine kleine Stadt, die du da aufbaust und dass du dann bestimmte Monster erledigen musst, um neue Gebäude zu bauen für deine Bewohner und so weiter. Es gibt aber natürlich auch einen Endlos-Modus, wo einfach die ganze Welt freigeschaltet ist und dann kann man einfach drauf losbauen. Ja. Aber da haben alle gesagt, in Tests funktioniert wunderbar, ist ein nettes kleines Spiel, besonders für die Kleinen halt wieder schön. Und ja, ich muss sagen, der Umstand, dass Dragon Quest mittlerweile offenbar auf den Konsolen PlayStation exklusiv ist, lässt halt meine Hoffnung weiterhin nicht sterben, dass irgendwann nochmal ein richtig großes Dragon Quest für die PlayStation 4 kommt. Dragon Quest 9 dann irgendwann. Ne, 9 gab es glaube ich schon. Ich glaube, 10 war der Online-Teil, also das heißt 11 müsste es dann sein. Ja, mal gucken. Ja, das wäre toll. Ja, schön und knuddelig und bunt und für Kinder geeignet ist das nächste Spiel auch ganz bestimmt. Ja. Nicht. Und zwar Gears of War 4. Für Xbox One auch am 11. Oktober erschienen. Also die Kinder konnten sich damals entscheiden, baue ich jetzt lieber was oder schreddere ich alles? Oder ziehe ich Frauen aus? Das kam nämlich auch am 11. Stimmt, Oktober. Oder ziehe ich Frauen aus? Oder schleiche ich oder springe ich durch Gräber oder wrestle ich mit halbnackten Männern? Und Frauen. Und Frauen. Das kam alles am 11. Oktober raus. Aber erstmal Gears of War 4. Ja, ein Spiel, was so im Großen und Ganzen schon gut aufgenommen wurde. Also so die Wertungen dafür waren schon gut. War in Ordnung. Aber es gab halt wenige, die davon begeistert waren. Ja. Während Teil 1 bis 3 alle noch so, ja, als neuer Maßstab für Cover-Shooter und so genommen wurden. Und oh, ist das alles geil und männlich und boah. War das jetzt hier so, ja, also was sehr gelobt wurde, war, dass die Gruppe eben nicht mehr so macho-mäßig drauf ist, sondern dass das eher so ein bisschen lockeren Ton hat und so. Sie haben das Testosteron ein bisschen niedriger gemacht. Ja. Und aber ansonsten war es natürlich so ein Spiel, was jetzt in allen Jahresrückblicken so war. So, ja, ich habe es durchgespielt, es hat Spaß gemacht, aber ich hatte dann auch nie das Bedürfnis, es nochmal anzumachen. Und es ist auch nicht groß was hängen geblieben davon. Mhm. Also jetzt kann man sagen, gut, es ist ja der Auftakt zu einer neuen Trilogie wieder, dass die vielleicht etwas langsamer in Gang kommt. Aber ich glaube wirklich eher, es sind auch da Abnutzungserscheinungen. Denn
großartig verändert hat sich die Formel nun mal nicht. Es ist, und immer, es ist immer noch, man ist halt diese Typen, man geht in Deckung und ballert halt alles irgendwie über den Haufen. Alles ist besonders spratzig, explosionsartig und so weiter. Man hat seine Kettensägen-Maschinengewehre. Ja, und es wird halt im Kleinen immer so dran gedreht und es sieht natürlich fantastisch aus und alles. Aber ja, es ist halt, man merkt wirklich in der Spielelandschaft mittlerweile so zunehmend, dass die Leute sich nach irgendwas Neuem sehnen und nicht mehr nach dem jetzt ja mittlerweile auch schon wieder fünften Aufguss derselben Marke, denn es gab ja auch noch dieses Prequel-Gedöns da. Stimmt, gab's auch noch. Ja, also da... Ja, es müssen halt neue Sachen müssen einfach in der Spiellandschaft her. Und es gibt ja auch immer wieder ab und zu mal neue Sachen, die ja immer extrem gut aufgenommen werden eigentlich. Während halt die Sachen wie zum Beispiel Mafia 3, Gears of War 4 und so weiter eher nicht immer so mehr gut ankommen. Ja, es fällt dieses Jahr wirklich ganz krass auf, aber ich glaube auch, dass es eine gute Entwicklung ist, dass da langsam viele Spieler sagen so, ey Leute, komm. Ja, nicht jetzt. Umsonst wird ja halt das nächste Spiel ja ziemlich krass, weil da auch viele Sachen dabei sind, die halt neue Marken wirklich etablieren. Oder aber halt Teile zumindest noch von Sachen, die noch nicht so ausgeschröpft worden sind. Aber in diesem Jahr gab es dann als nächstes erstmal nochmal einen fünften Teil, nämlich Metal Gear Solid 5, kam ja schon im letzten Jahr heraus, aber hat hier mit der Definitive Edition von Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, nochmal, wurde nochmal aufleben gelassen. Konami versucht wirklich alles, um noch so viel Geld wie möglich daraus zu kriegen. Definitive war da dran im Prinzip wirklich einfach nur, dass, glaube ich, jetzt dieses halbfertige Ende immer mit drin war. Also diese zu 60% fertiggestellten Cutscenes, die das eigentliche Ende des Spiels waren. Und dass halt alle DLCs drin sind, die halt aber alle Multiplayer-gedöns sind. Das sind dann so Sachen wie, du kannst Quiet in Multiplayer-Schlachten spielen und so. Okay. Also, ja, so definitive ist es nicht. Da kann man auch genauso gut die Metal Gear Solid 5-Version nehmen, die es schon gab, für wahrscheinlich 30 Euro weniger. Ja. Und ansonsten verliere ich nicht mehr viele Worte. Auch dazu gibt es bei uns auf dem Kanal eine Review, von der mir gerade klar wird, dass die jetzt schon wieder bald ein Jahr alt ist. Mhm. Großartiges Videospiel, schlechtes Metal Gear Solid, bringt die Story nicht zu Ende, macht im Gegenteil Charaktere sogar im Prinzip weniger tief und glaubhaft, als sie vorher waren. Aber ich habe es trotzdem 85 Stunden gespielt, weil es das eins der besten Stealth-Action-Games ist, die es auf dem Markt so gibt. Und wer wirklich sich rein nach ich will geil in Basen schleichen und abgedrehten Kram machen, ich möchte Leute aus Pappboxen heraus umboxen, ich möchte eine Scharfschützin dabei haben, die summt und alles umschießt, was da ist, ich möchte Kojima-Wahnsinn im Gameplay, dann ist das Richtige für euch. Wenn ihr euch nach einem Abschluss der Story von Metal Gear Solid sehnt, dann nicht. Dann spielt einfach nur Teil 4, reicht. Ja. So ungefähr. Ja, dann auch am selben Tag, am 11. Oktober, kam für die PS4 eine andere, lange Begleiterin von Sony. Ja. Eigentlich auch für Sony selber raus, nämlich Rise of Tomb Raider, Lara Croft. Ja. Der zweite Teil kam wieder raus, der schon seit einem Jahr eigentlich für Xbox rausgekommen ist. Denn vor einem halben Jahr, glaube ich, für den PC. Ja, da haben wir ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Genau. Und jetzt halt auch für PS4. Ja, deswegen hier nur ganz kurz der Hinweis, dass es jetzt eben auch für PS4 draußen ist. Und wer wissen möchte, wie wir das finden, der hört sich einfach alle drei anderen Podcasts an. Genau. Die gehen ja nicht so lange. Genau. Oder guckt, in welchem Quartal das kam und hört sich dann da an. Ich glaube, zweiten. Ich glaube auch. Zweiten Quartal muss es gewesen sein. Kann auch schon im ersten gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Naja, jedenfalls... mehr vom Gleichen, mehr gut, aber hat uns nicht interessiert. Ja, mehr vom Gleichen und mehr gut, ich weiß nicht, ob mehr gut, aber mehr vom Gleichen zumindest, gab es auch beim nächsten Spiel, nämlich bei WWE 2K17. Ja. Was für Xbox One und PS4, 360 und PS3 ebenfalls am 11. Oktober rauskam. Ja, mehr gut kann man leider nicht sagen, denn man sieht allein an dieser Auflistung, dieses Spiel kommt immer noch für Xbox 360 und PS3 und das sagt halt viel über die Grafikqualität dieser Spiele aus. Und es ist halt wirklich so, ihr wisst, dass mir Grafik an sich nicht so wichtig ist, aber diese Spiele sind mittlerweile wirklich hässlich. Das ist wirklich teilweise, mich erschrecke davor, wie die Wrestler aussehen. Und das Ding ist halt, Wrestling ist halt sowas, das ist sehr groß, das wird sehr shiny aufgezogen. Ja. Es geht darum, dass die Leute geil aussehen, dass die geil kämpfen, dass alles glitzert und scheint und episch ist, und wenn das Spiel dann halt aussieht wie ein
frühes PlayStation 3 Spiel, dann funktioniert es nicht mehr. Also es war so, bis vorletztes Jahr war das für mich noch okay. Jetzt ist wirklich der Punkt, wo ich sage, okay, wir sind mittlerweile 3 Jahre in der PlayStation 4 und Xbox One Ära. Also langsam sollte da mal ein Sprung kommen in der Technik. Hier haben wir wieder das Problem, diese Spiele kommen jährlich raus. Das heißt, die haben halt kaum Zeit, das überhaupt zu überarbeiten. Und wahrscheinlich ist Wrestling dann eben doch zu nischig, um da wirklich Geld reinzustecken. Das kann durchaus sein. Aber sie haben sich ein Beispiel an Telltale genommen. Die sagen ja auch, Grafik ist nicht wichtig. Ja, das kann natürlich auch sein. So schlimm wie die Telltale-Spiele sieht es noch nicht aus. Aber, na, obwohl... Doch, weil es einen realistischen Look versucht. Telltale hat zumindest diesen Comic-Look noch, mit dem sie halt viel ausbügeln können. Ja, also, und spielerisch höre ich auch, ich habe es jetzt seit 2 Jahren, wie gesagt, schon nicht mehr gespielt, die neuen Teile, aber ich höre, dass es auch immer mehr vercasualisiert wird. Also, dass du die Griffe wirklich nur noch mit einem Knopf und dem Stick machst und so. Und ja, das alles irgendwie sehr einfach und nicht mehr besonders spaßig geworden ist. Schade, schade. Armes Wrestling. Ja. So geht es dahin, ja. Ich habe dieses Jahr, hat es die WWE in einem halben Jahr geschafft, dass ich meine Freude an Wrestling verliere. In den Spielen ist genauso. Was ist da los, frage ich euch. Werde ich zu alt? Man weiß es nicht. Wofür man jedenfalls niemals zu alt wird, ist Batman. Batman ist immer lustig. Ja. Auch wenn er meistens sehr ernst und düster sein soll, aber Batman hat irgendwie einfach was Comichaftes. Komikhaftes. Ach, was Comichaftes. Ich wollte gerade sagen, was Comichaftes. Ja, aber... Das Spiel hier war so gar nicht lustig, sondern wurde gelobt als das bisher beste VR-Spiel, so im Großen und Ganzen. Ja. Nämlich Batman Arkham VR, wo man auf hier PlayStation VR und Oculus Rift und so weiter und so fort jetzt in die Rolle von Batman schlüpfen konnte und dann quasi, ich glaube, 3 Detektivfälle in der Haut des dunklen Rächers des Dunklen Ritters bestritten hat. Und ja, es war halt wirklich so eine kleine nette Erfahrung. Es ging wohl nicht länger als 2 Stunden. Mhm. Aber es war wohl sofort sehr immersiv und hat super funktioniert und wird, wie gesagt, ganz oft als die beste VR-Erfahrung bisher beschrieben. Weil man wirklich direkt sogar das Kostüm von Batman anlegt, hat richtig so die Handschuhe sich anlegt, den Helm auf, sich im Spiegel richtig betrachten kann, wie man so als Batman aussieht. Und es wirkt einfach sehr, sehr gut. Und es soll sogar so von dem, was man so erfährt, von den Detektiv-Stories sogar auch sehr mysteriös und interessant allgemein sein. Wurde ja auch tatsächlich von Rocksteady gemacht, also den ursprünglichen Batman Arkham-Entwicklern. Ja. Also das kann man, wenn man VR irgendwie sich schon besorgt hat, kann man das wohl nur wärmstens empfehlen. Ja. Das ist schon mal ein guter Auftakt. Genau, ich muss sagen, es gab jetzt, nachdem jetzt VR rausgekommen ist, gab es einige Titel, wo ich dachte, oh, so schön, dass ihr doch wirklich... VR vieles versuchen und viel herumexperimentieren. Ja. Also auch mit mysteriösen Spielen, auch Horrorspielen und Erfahrungen. Das finde ich schon alles sehr, sehr cool. Also aber trotzdem, also ich bin gespannt, wie es die nächsten 2 Jahre so weitergeht, weil trotzdem hat man so dieses Gefühl, dass jetzt bei allen so ist, ja, VR ist jetzt so da. Natürlich, jetzt ist VR da. Jetzt ist halt das Ding, sie müssen es jetzt halt richtig weiterentwickeln. Ja. Sie müssen jetzt halt nächstes Jahr auf der E3 zum Beispiel müssen jetzt richtig zeigen, guck mal, das sind jetzt die großen Titel, die für VR rauskommen. Also die Titel, die halt so 10 Stunden vielleicht mal gehen oder irgendwie so, wo man halt nicht nur in einer einzigen Session irgendwie alles durchzockt, sondern halt, wo man auch mal sagt, okay, morgen jetzt, übermorgen jetzt, dass man wirklich was davon hat. Das ist jetzt das, was halt auch wirklich fehlt, diese großen VR-Titel. Und ja, da habe ich einfach Hoffnung, dass sie da wirklich auch was machen werden einfach mit. Weil warum sollten sie jetzt diesen großen Markt einfach ignorieren oder... Aber wie gesagt, dass Capcom sagt mit Resident Evil 7, wir entwickeln unsere größte Spielemarke einfach mal komplett für VR, ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Schritt. Das wird halt das erste richtig große Spiel sein. Neben jetzt zum Beispiel, was dieses Jahr auch schon rausgekommen ist, hier mit Gulliver-Dings. Gulliver? Nicht Gulliver. Mit dem Dino, mit dem jungen Datenschutz ist. Hier, von Crytek. Robinson the Journey. Robinson war es, genau, nicht Gulliver. Robinson. Genau, das war ja das eigentlich das erste, etwas größere Spiel schon, wo man, was aber doch noch mehr so an Kinder auch noch so ein bisschen gerichtet war, wo man auch durchaus aber was lernen kann. Also ich finde es halt ganz gut, wie VR halt wirklich momentan so zeigt, was man alles damit anstellen kann, in welchen ganzen Bereichen das halt wirklich gut funktionieren kann. Ja, wir werden sehen. Ein Spiel, was ein bisschen weniger ambitioniert war, was bei mir aber auch auf der Wunschliste steht, weil ich da ziemlich Bock drauf habe, ist Shadow Warrior 2.
wurde auch neben Doom nicht selten als bester Shooter des Jahres bezeichnet. Was ein bisschen merkwürdig ist für ein Spiel namens Shadow Warrior. Ja, denn Shadow Warrior ist was ganz anderes, als was man erwarten könnte. Ja. Es ist nämlich, man spielt irgendwie einen asiatischen Proll-Ninja mit Sonnenbrille. Und der tritt an gegen die Dämonenwelt von Japan. Und kann das wahlweise mit bis zu 3 Verbündeten tun im Koop. Genau. Und es ist halt wirklich ein Loot-Shooter allererster Güte. Also man kriegt Bazillionen an Loot-Gedöns. Man schießt die mit Shotguns weg. Man zerteilt die mit Katanas und Raketenwerfer. Und alles gibt es. Und es ist halt wohl ein wahnsinnig schnelles Spielgefühl. Man bekommt konstant neuen Loot. Man bekommt konstant neue Sachen, um die Gegner zu zerschreddern. Und da sind wir, glaube ich, bei einem der größten Selling Points dieses Spiels, weil es halt viele halt auch sehr mögen. Und ich muss sagen, so manchmal fühlt es bei mir auch so, denn man zerschreddert die Gegner halt wirklich. Also wenn man da mit einem Katana einmal so schlägt, dann fliegt halt auch der Oberkörper des anspringenden Zombies weiter in diese Richtung, während der Unterkörper stehen bleibt. Es ist sehr brutal. Es ist sehr, sehr brutal. Sehr aber kann halt offenbar nicht nur das, sondern kann auch gutes Gameplay. Hier und da hört man mal, dass es wohl so nach 4-5 Stunden halt anfängt, repetitiv zu werden, langsam. Aber ich glaube, das ist bei diesen Loot-Spielen generell so. Also ich glaube, wenn man dafür nicht empfänglich ist, so, oh, geil, neuer Loot und jetzt habe ich wieder neue Statuswerte und so, dann findet man, glaube ich, auch Diablo langweilig. Richtig, so. Also wenn ihr Diablo langweilig fandet oder ähnliches wie Diablo mit Loot und so weiter, auch obwohl Borderlands hat auch seinen eigenen Humor. Dann ja, aber trotzdem, vom Gameplay her wird man dann trotzdem. Ja, dann wird Shadow Warrior 2 auch nichts wirklich für euch sein. Aber es ist halt sehr, sehr gut angekommen eigentlich und viele haben es gefeiert. Ja. Für ein Spiel, was denn vielleicht doch nicht unbedingt für Kids ist, zu einem Spiel, was denn doch mehr für Kids ist dieses Mal, und ist auch wirklich ernst gemeint, Skylanders Imaginators. Ja. Xbox One, PS4, 360, PS3, sogar Wii U, wusste ich auch nicht. Am 16. Oktober kam das raus. Ja, das habe ich eigentlich nur drin, weil ihr kennt unsere Meinung über Skylanders so, ja, war eine gute Idee von Activision, schlau von ihnen, das als erste zu machen. Hat ihnen Unmengen Geld eingebracht, war zeitweise wirklich die größere Marke als Call of Duty sogar. Ja. Also hat mehr Milliarden in die Kasse gespielt als Call of Duty. Aber das hat dieses Jahr mit Skylanders Imaginators einen Crushing Hold bekommen. Habe ich letztens gelernt im Jahresrückblick von Easy Allies, dass das Ding in den Läden versauert. Ach, okay. Also keiner will das haben. Das wird total wenig gespielt, weil es wohl so ist, dass das jetzt nicht mehr so, also dass es auch noch über die Figuren funktioniert, die man auf die Plattform stellt, aber es gibt jetzt halt so Kristalle und über die imaginatest du halt und hast halt diese unterschiedlichen Items und so in diesen Kristallen. Das heißt, du legst nur noch einen Kristall auf die Plattform und der macht dann irgendwie das Item, erweckt das Item zum Leben. Und ja, und das killt halt dieses Konzept total, weil man will ja, dass man die Figur auf die Plattform stellt und die dann zum Leben erwacht. Und ja, das war so. Da wollte man offenbar im Gameplay voranschreiten, hat aber dafür den eigentlichen Gedanken total getötet. Und ja, Skylanders Imaginators ist ein richtiger Flop und im Moment gibt es sogar Gerüchte, dass Activision Skylanders absägen wird nach diesem Teil. Was? Das kann ich nicht vorstellen. Ich meine, auch wenn es jetzt ein Flop war, aber ich meine, wenn sie das nächste Ding wieder richtig machen, dann würde es sich doch wieder. Ja, ist ja nur ein Gerücht, aber du kennst große Firmen, die sind ja oft so, das hat nicht geklappt, die wollen die ganze Marke nicht mehr. Ja. So, also also jedenfalls Skylanders Imaginators hat keineswegs so funktioniert und Skylanders bekommt vor allem immer weiter den Schneid abgekauft von Lego Dimensions, was halt konstant neue Lego-Figuren hinzufügt, neue Welten und so weiter. Und es ist halt auch einfach geiler, weil du sitzt dann da und baust dir dann dein Lego-Auto zusammen, stellst es darauf, dann hast du ein Lego-Auto im Spiel. Das ist halt viel geiler als so eine Figur. Und ich habe das halt gesehen bei Freunden, die halt einen 7-jährigen Sohn haben. Und das ist halt voll geil, weil dann jedes dieser Sets hat dann auch irgendwie 3-4 unterschiedliche Varianten. Und dann kannst du halt das Auto auch je nachdem umbauen, was du gerade brauchst. Dann brauchst du irgendwo einen Zauber, stellst du Gandalf auf die Plattform, setzt den ins Batmobil, brummst dann da durch die Gegend. Das ist halt voll geil. Und ja, Skylanders verliert langsam so ein bisschen gegen die Amiibos und gegen Lego Dimensions so ein bisschen den Kampf. Obwohl sie die waren, die es erfunden haben. Ja, erstaunlich. Das ist auch cool mal zu wissen. Ich habe das halt irgendwie nicht mehr verfolgt, weil für mich war es so ab und zu im Laden so gesehen, ach, die Skylander-Figuren, mal wieder irgendwelche neuen. Was soll's? Ja. Obwohl ich halt immer gesagt habe, wenn es da was rausgekommen wäre, als wir noch so klein waren,
wir wären wahrscheinlich auch total drauf abgegangen. Ja. Wir hätten unsere Eltern darum gebettelt, diese Figuren zu kaufen und hätten die ganze Zeit nur damit gezockt. Ja. Weil es einfach lustig ist. Was soll man machen? Als wir klein waren, hätten wir bestimmt dieses Spiel auch gerne gezockt. Batman Return to Arkham, Xbox One, PS4, am 18. Oktober erschienen. Ja, schon wieder Batman. Mensch, so viel Batman. Die Return to Arkham, die Return to Arkham Bundle sollte, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, schon im Juli erscheinen, ursprünglich. Kann sein. Aber dann sagte Warner, funktioniert noch nicht so richtig. Nochmal Arkham Knight können wir uns nicht leisten und hat es lieber nochmal zurückgenommen, das Spiel. Ja, da sind drin Arkham Asylum und Arkham City. Fairer hätte ich es gefunden, wenn Arkham Knight auch noch mit drin gewesen wäre, aber man kann ja nicht alles haben. Ich weiß gar nicht, ob Arkham Origins drin ist, aber ich glaube nicht. Ja, und das sind beides fantastische Spiele, besonders Arkham City. Viele mögen Arkham Asylum lieber, weil es noch dieses komprimiertere war, dass man nur in Arkham Asylum unterwegs war und es war noch so eine Art Metroidvania, dass du halt neue Gadgets freigeschaltet hast, dann konntest du wieder einen anderen Bereich der Nervenheilanstalt und so weiter. Ich mochte City sehr viel lieber, weil es einfach dieses Batman-Gefühl viel besser vermittelt hat, da durch die Stadt zu gleiten und dann einen Bösewicht nach dem anderen aufzuhalten. Es hat einen der coolsten Bosskämpfe der letzten Jahre mit Mr. Freeze. Das war ein sehr schöner Bosskampf, wo sich der Gegner immer an die Schwäche, die man genutzt hat, angepasst hat. Und dann hat sich der Kampf danach verändert. Also wenn man zum Beispiel wenn man ihm so eins seiner Rohre da rausgerissen hat, die seinen Freeze-Tank verbessern, so, dann hat er das halt mit Metall ummantelt und so. Und wenn man halt immer so durchgehuscht ist, hat er eine Wärmesicht angeschaltet und so weiter. Okay. Das heißt, man musste halt jedes Mal einen anderen Weg finden, um ihn anzugreifen. Das ist das, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Ansonsten gab es noch einen riesigen Hai, das ist auch immer gut. Haie sind immer gut. Ja, und sind halt aber beides sehr, sehr gute Spiele. Ich glaube, da sagen wir auch keinem was Neues, dass die Batman-Spiele wirklich gut sind. Ja. Ja, und die kann man jetzt, wenn man sie nicht erlebt hat damals, nochmal nachholen auf Xbox One und PS4. Offenbar nicht auf dem PC. Davon hält sich Warner offenbar jetzt fern. Verstehe ich gar nicht. Warum bloß? Ja. Ja, Batman hätte man wahrscheinlich damals auch sehr gut gebrauchen können. Zur Zeit von Battlefield 1. Battlefield 1, wie es ja richtig ausgesprochen wird. Für Xbox One, PS4 und PC. Auch am 18. Oktober erschienen. Der nächste große Ableger der Battlefield-Reihe. Spielt diesmal im Ersten Weltkrieg, also ein etwas noch unverbrauchteres Setting. Ja. Und was soll man anders sagen, als es ist wieder grandios. Alle feiern es extrem, es hat super gute Wertungen bekommen und es wird auch Multiplayer gefeiert wie sonst was. Alles hat reibungslos funktioniert, so wie ich es mitbekommen habe. Es gab keine großen Einbrüche sonst irgendwie. Und es gab ganz kurz am Anfang, weil wir haben die Medien das ein bisschen aufgebaut, von wegen, sollte wirklich ein Spiel dazu gemacht werden über einen der schlimmsten Kriege ever und überhaupt, weil Erster Weltkrieg war ja einfach nur eine Abnutzungsschlacht vom Feinsten. Ja. Man muss aber sagen, dass halt EA bzw. DICE da einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, denn sie haben in der Singleplayer-Kampagne, haben sie es halt wirklich sehr... Er ist aber cool umgesetzt, halt dieses Feeling, dass halt da wirklich gerade Menschenleben nichts wert sind irgendwie. Ja. Vom Anfang, wo halt wirklich, man schlüpft in die Haut eines Soldaten, man muss gerade einen Ansturm von Feinden überstehen, ballert sich da irgendwie einen Weg frei, tötet einen nach den anderen, aber man stirbt einfach irgendwann selber, man kann eigentlich fast gar nicht drum herum kommen. Und dann steht halt wirklich einfach nur der Name des Soldaten, den man gerade gespielt hat und die Jahres, also wann er geboren ist und dass er halt jetzt gerade in diesem Jahr gestorben ist. Dann springt man den nächsten Soldaten, hat wieder dasselbe Szenario. Man stirbt wieder, man springt wieder den nächsten Soldaten über und so weiter und so weiter. Und auch dieses Gefühl, dass man halt total hoffnungslos ist und dass halt das eigene Menschenleben da überhaupt nicht zählt, wird in der gesamten Kampagne halt immer wieder umgesetzt. Auch wenn es halt zwischenzeitlich sie es leider nicht komplett halten können, weil irgendwann bist du dann doch wieder diese Ein-Mann-Armee, die sich wieder durch ein Lager nach dem anderen ballert und zerschießt. Aber trotzdem, sie haben es zumindest versucht, so ein bisschen ansatzweise dieses Szenario richtig umzusetzen. Also sie konnten halt diese beeindruckende Startszene konnten sie halt nicht halten im Prinzip. Mhm. Auch weil die Kampagne halt nur 5 Stunden geht etwa und du dabei in 5 verschiedene Rollen schlüpfst oder so oder 4, weiß ich nicht. Jedenfalls, es sind halt alles eher so Mini-Kampagnen. Man muss aber sagen, diesen Medienrummel damals hatte sich EA so ein bisschen selbst zuzuschreiben, weil
es ist halt wieder so ist, dass die Trailer und so halt wieder so waren, oh, guck mal, wie geil der Krieg ist. Und dann spielt er halt Seven Nations Army in so einer Rock-Version und dann so düm, 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 düm. Und dabei werden Leute vergast und so, man saß da, ey, ja, so. Ja, aber rein spielerisch, besonders im Multiplayer, waren alle Fans wieder total zufrieden mit dem Ding. Es gab so ein paar kleine Sachen, die die Leute gestört haben, unter anderem, dass du das Flugzeug und so wieder nicht auf der Map herumstehen, sondern dass du sie halt random, dass du halt Glück haben musst, sie zu kriegen im Startbildschirm, und wenn das ein Flugnoob ist, dann macht er den ja und dann ist das Flugzeug wieder weg, das Lebensrettende. Ja. Aber ja, auf jeden Fall muss man sagen, es sieht unfassbar gut aus. Ja, also vor allem für so einen großen Multiplayer-Titel. Ja, also wirklich, wenn man da über die Berghügel rennt und die Sonne geht auf und alles glänzt im Licht. Im Matsch sind die ganzen Spuren, wo die Leute und die Panzer lang gefahren sind und so. Und ja, DICE hat sich einfach rein spielerisch damit ein bisschen wieder rehabilitiert, denn nach Battlefield Hardline und vor allem Star Wars Battlefront waren die Fans auch so ein bisschen, ja, DICE, was ist denn mit euch los? Das ist ja alles kein Battlefield mehr. Und hier ist es halt wirklich wieder so, du brauchst deinen Support, der dich mit Medipacks und vor allem auch mit Munition versorgt. Ja. Wenn du allein losrennst, bist du halt schneller tot, als du gucken kannst. Es ist halt wieder dieses, dass sich das nach großen Schlachten anfühlt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist auch so cool, wie halt auch wirklich die gesamte Map wieder umformbar ist sozusagen, also zerstörerisch. Du kannst wieder alles Mögliche wirklich kaputt machen. Es entstehen wirklich, denn auch wenn irgendwo Artillerie einschlägt oder sonst irgendwas explodiert, auch richtige kleine Bombenkrater, wo man sich dann, wenn man mitten auf dem Feld irgendwo war, sich schnell in Deckung begeben kann, wenn man überhaupt irgendwie ein bisschen geschützt ist. Man sieht jetzt auch zum Beispiel Sniper, dann sieht man einfach nur so ein helles Licht, wenn man zu einem Sniper schaut, der gerade auf einen zielt, und dann denkst du schon so, scheiße, ich bin im Arsch. Und dann ist auch so sehr cool gemacht, sehr strategisch halt auch wieder alles gestaltet, dadurch, dass es halt nur so wenige Fahrzeuge gibt, die halt in bestimmten Situationen wirklich die Schlacht entscheiden können, muss man sich dann immer entscheiden, okay, welchen Panzer nehme ich denn jetzt? Es gibt von jedem Panzer verschiedene Arten, es gibt Flammenwerferpanzer, es gibt einen Anti-Tank-Panzer sozusagen, es gibt sogar einen mit einer Flak gegen Flugzeuge, die Flieger sind auch cool, es gibt Jägerflieger, es gibt Bomber, es gibt eine Mischung aus beidem. Und da halt auch wieder Teamwork bei den Bombern, der ist darauf angewiesen, dass die Leute ihm die Ziele markieren, damit er überhaupt irgendwas trifft da unten. Weil es gibt ja den Piloten, der halt so da ist, er hat zwar seine Außensicht so ein bisschen, aber nicht wirklich. Es gibt zwei andere, die in den Bomber mit reingehen und dann halt mit MG verschiedene Jäger versuchen abzuschießen. Ja, wie gesagt, und der hat auch coole Wettereffekte, die sie jetzt noch mit eingebaut haben, die halt wirklich auf einmal eine gesamte Map verändern können. So weiß ich, eine Wüstenmap, da kommt ein riesiger Sandsturm auf einmal. Sniper sind also damit im Arsch, weil sie einfach beim besten Willen nichts mehr wirklich sehen können, irgendwie 10 Meter weiter entfernt ist. Also wirklich, auf Technikebene, also mir steht wirklich jedes Mal der Mund offen, wenn ich das Spiel sehe. Das ist schon echt beeindruckend. Und also, dann ist halt noch eine große Änderung, die sie auch noch, Neuheit, die sie eingeführt haben, sind halt noch die Behemoths. Das sind große Fahrzeuge. Auf einen ist halt ein riesiger Zeppelin, der halt Bomben abwerfen kann und mit fetten MGs vom Himmel herab auf die Gegner runterballert. Auf einer anderen Map ist es dann ein großes Kampfschiff, Kriegsschiff, was halt mit Artillerie die gesamte Festland bombardiert. Und auf einer anderen ist es ein Zug, der über die Map fahren kann, der auch Kommandoposten einnehmen kann. Und der halt auch Artillerie, Flaks und alles Mögliche dabei hat. Und jeweils immer das Team, was gerade am Verlieren ist, kriegt halt immer das Fahrzeug, so dass halt wirklich dieses eine Ding, was halt von den Leuten dann bedient wird, theoretisch eine Schlacht nochmal komplett rumreißen kann, wenn halt das eigentlich gerade am gewinnende Team nicht aufpasst. Ja. Zusätzlich gibt es auch noch Pferde, die gepanzert sind wie Panzer. Das ist ganz ulkig. Ich finde es so lustig, wirklich denn in manchen Videos denn zu sehen, wer hat wirklich so ein Panzer, wird halt Rakete draufgeschossen, kriegt einen Schaden ab, Rakete vom Pferd abgeschossen, läuft weiter. Ja. Und als ob nie nichts passiert wäre. Aber die große Schwäche von Pferden, habe ich gesehen im Video, sind Flugzeuge, die dann gerne im Tiefflug fahren und einfach den Reiter vom Pferd runterflügen mit ihren Seitenflügeln. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. So. Ja, also... Ja, es ist wieder ein Battlefield, wie die Fans es sich gewünscht haben. Ja. Sie haben diesmal auch den Start hinbekommen von dem Ganzen, ohne Technikprobleme. Also, ja. Haben sie alles sehr, sehr gut gemacht. Bin gespannt, was der nächste Teil denn ist, was denn entweder nächstes oder übernächstes Jahr wieder rauskommt. Ja. Mal schauen. Vielleicht in Battlefield 1, 2. Na, ich glaube, nächstes Jahr wird keins kommen, weil nächstes Jahr kommt ja tatsächlich schon Battlefront 2. Stimmt, da kommt Battlefront 2. Wo ja diesmal nur die Rebellen Imperium da ist. Ja, mal sehen. Nee, Quatsch. Nicht Rebellen. Ich meine, der Klonkrieger und... Ja, mal sehen. Ja,
Krass. Ich, wie gesagt, wenn die das zeigen und sagen, hier, das und das und das und das und das haben wir verbessert, dann sage ich auch gerne nochmal, okay. Kann man vielleicht eine Chance geben? Wenn es wieder ist, wir machen einen Casual-Shooter, dann sage ich, ja gut, dann. Ja. Ja. Naja, naja, naja. Ja, große Schlachten, allerdings bei weitem nicht so actionreich, werden geführt auch in Civilization 6, das am 21. Oktober kam. Für den PC. Ja, das war ja der nächste Teil der bekannten Rundentaktik-Reihe. Der Zivi-Reihe. Ja, dort gab es im Vorfeld große Kontroversen, denn wie es ja so oft ist, es wurde eine neue Grafikstil gezeigt und die Hälfte der Fans, inklusive dir, sagte, das sieht nicht so schön aus. Sieht nicht so schön aus. Aber spielerisch haben sie es tatsächlich geschafft, dieses Spiel nochmal auf die nächste Ebene zu heben. Ja. Denn sie haben halt wirklich, man dachte, ja, okay, es ist halt die Civilization-Reihe, was will man da noch groß machen? Und ihnen ist aber wirklich einiges eingefallen. Unter anderem, dass Städte jetzt nicht mehr nur auf einem Feld quasi stehen, sondern wirklich mehrere Felder um sich herum haben. Und man dann wirklich das Industrieviertel direkt auf eins bauen muss. Man muss Platz für die Weltwunder haben. Die müssen dann wirklich an bestimmten Orten auch stehen. Zum Beispiel müssen sie an einem Fluss sein. Und du musst halt wirklich jede Stadt, die du hast, sinnvoll aufbauen, sodass die danach natürlich auch viel beeindruckender aussieht. Das ist nicht mehr dieses kleine Ding, sondern es ist halt wirklich, das ist meine Stadt hier. Genau. Ich persönlich mochte übrigens den neuen Stil sehr gerne. Mir hat der gut gefallen. Und ja, das Religionssystem ist diesmal gleich von Anfang an mit drin und funktioniert wohl auch sehr gut. Wobei ich hier und da mal gehört habe, dass es wohl Möglichkeiten gibt, das Ganze so ein bisschen auszutricksen. Aber das gibt es immer, denn ein großer Schwachpunkt wurde leider nicht behoben, die KI. Ja, die ist sogar noch schlimmer als im davorigen Teil, im fünften Teil. Da war es ja so, dass zumindest, wenn es nachdem auch die DLCs rauskamen und so weiter, aber auch gleich von Anfang an, war die KI zwar nie besonders gut im Civi, aber zumindest auf einem höheren Schwierigkeitsgraden durchaus mal eine kleine Herausforderung. Jetzt bei Civilization 6 war es natürlich so, selbst auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad war es so, dass die Gegner sich zwar schnell entwickelt haben, aber diesen Fortschritt halt nicht wirklich ausgenutzt hatten. Ja. Da waren sie, selbst wenn sie mal irgendwie eine Zeitperiode vor einem voraus waren, hatten sie halt immer noch die Schwertkämpfer. Ja. So dass dann halt wirklich dann zum Schluss, wenn man dann halt eigentlich nur noch mit Panzern und Kriegsschiffen und so weiter gekämpft hat, was hatte die KI gehabt? Schwertkämpfer. Ja. Weil sie halt ihre Truppen geupgradet haben. Und sie erkennt halt auch wirklich einfach nicht, wann ein Zeitpunkt ist zum Angreifen und wann nicht. Mhm. So, dass, dann steht sie komplett um deine Stadt rum, aber sie greift einfach nicht an, aus irgendeinem Grund. Wo man sagt, okay, ich hätte hier längst verloren, aber sie macht sie es einfach nicht. Und an anderen Stellen ist es halt so, sie sind eigentlich hoffnungslos einem unterlegen, weil sie zum Beispiel nur Reiter haben, man hat aber eine riesige Armee an Speerkämpfern, was die KI eigentlich weiß. Und sie rennen mit ihren Reitern einfach rein in deine Speere und sterben alle einfach wie Fliegen. Ja. Also die KI ist wirklich sturzdumm irgendwie. Ja, das lässt sich daran sehr gut sehen. Ich folge ja auf Twitter einer sehr lustigen Frau namens Scheinprobleme, heißt die. Und die hat einen 6-jährigen Sohn und hat dann auch immer mal über seinen Fortschritt in Civilization 6 getwittert. Hat halt auch geschrieben, dass ihr 6-jähriger Sohn die KI auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad geschlagen hat einfach. Und dann denkt man wie so, okay, das sollte nicht passieren. Das sollte nicht so sein, ja. So, und ja, ihr nationszerstörender Sohn, der danach mit seinen Kuscheltieren gekuschelt hat. Das war sehr lustig. ja, also an sich hat man wirklich das Spiel so vom Forschungsbaum, vom Städtebau und so weiter, haben sie wirklich sämtliche Punkte verbessert. Nur dieser eine Punkt, der es wirklich dringend gebraucht hätte, haben sie leider verkackt. Nicht. Sie haben zwar mittlerweile auch einen Patch rausgebracht, der die KI etwas verbessert haben soll oder hat, aber sie ist immer noch ziemlich sturzdumm. Ja. Also da müssen noch sehr viel mehr Patches oder mit einem DLC noch irgendwie nachgeholfen werden, sodass die KI halt wirklich mal eine Herausforderung bietet. Also da, man muss wirklich sagen, die KI bei Civilization ist in diesem Fall sogar noch dümmer als die bei Total War. Und bei Total War ist schon nicht mal die intelligenteste. Ja. Ah, ich weiß wieder, das war irgendwas mit den Religionssieg erlangst du ja, indem quasi auf der Welt irgendwie zu 90% oder so deine Religion, oder zu 100, weiß ich nicht. Und da war es jedenfalls so, da war dann nur noch ein Staat da, der war sogar ziemlich, also man musste da rüber schippern und der hatte dann da nur ein Schiff, derjenige das erzählt hat, mit einem Typen zum Bekehren, aber er hat dann, sind die irgendwie in seine Stadt gekommen, dann hat er den anderen Missionar bekehrt und der zog dann aus und fing an, die eigene Religion zu zerstören.
Das heißt, der ging dann in die eigenen Städte und verbreitete dort den Glauben von dem Gegenspieler. Und der andere hat dann wirklich nur noch da gewartet und gewartet, wie diese Nation sich selber zerstört hat, indem sie selber ihre eigene Religion ausgelöscht hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie das zustande kam, aber das war so einer der Fehler, wo man da saß und dachte, okay, das sollte so nicht sein. Das funktioniert auch, nehme ich. Ja, naja, aber nichtsdestotrotz, wer gerne diesen noch eine Runde-Effekt hat, der wird auch da wieder nicht enttäuscht. Das stimmt wohl. Ja, in Civilization gibt es ja auch sehr viel Krieg. Ja. Und auch Tod. Ja. Und Krankheit. Aber im nächsten Spiel gibt es nur einen Krieg. Ja. Und zwar den Krieg. Den Krieg. Den apokalyptischen Reiterkrieg nämlich, der in der War Mastered Edition. Von Darksiders. Von Darksiders, die witzigerweise auch wieder nach der zu Teil 2 kam. Und sogar für Wii U erschienen ist. Xbox One, PS4, Wii U und PC. Ja, da dieses Spiel kann ich nur mal wieder loben. Ein Zelda für Erwachsene im Prinzip. Es handelt von Krieg, dem apokalyptischen Reiter. Der wird auf die Welt gerufen, weil da ist Apokalypse. Also offenbar, die Mächte, großen Mächte der Welt haben jetzt entschieden, jetzt ist Zeit, weg mit den Menschen. Also macht das. Dann rennt er da rum, macht das. Und dann wird er aber leider vors Gericht des Universums gerufen, sozusagen. Die sagen, du, was ist denn mit dir verkehrt? Wir haben die Apokalypse überhaupt nicht angeordnet. Du bist zu früh, wir wollten das morgen machen. So, also wir haben die Balance dieser Welt zwischen Himmel und Hölle sehr ins Schwanken gebracht. Und müssen jetzt herausfinden, welcher Idiot hat denn da jetzt gerade die Apokalypse ausgerufen? Und wieso konnte der das auf uns wirken? Und wo sind überhaupt unsere Brüder? Ja, also ziehen wir los und versuchen unsere Brüder zu finden. Tod, Hunger und Pestilenz. Ja, und das ist dann halt wirklich ein Spiel, was so vom Kampfsystem her erinnert es schon so ein bisschen an God of War, nur sehr langsam. Aber im größten Teil ist es halt wirklich ein Zelda für Erwachsene, wo man sich eben durch diverse Dungeons rätselt und dann eben mit Gadgets wie der Portalkanone oder auch so einem Item, mit dem man die Zeit manipulieren kann, dann eben verschiedene Rätsel lösen muss. Und dann sehr, sehr coole Bosse besiegen. Besonders mochte ich so einen riesigen Sandwurm, wo man dann auf seinem Pferd Pein immer durch die Arena reiten musste und den dann immer, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, aber man musste, glaube ich, den dann mit Zeit immer verlangsamen, damit man dann im richtigen Moment sein Auge treffen kann. Und das war ein cooler Kampf. Aber generell war es ein sehr cooles Spiel. Und wenn ihr das nicht gespielt habt auf PS3, kann ich es nur empfehlen, tatsächlich mehr als den zweiten Teil, weil der zweite Teil halt leider wirklich keine wirkliche Story mehr hat. Der ist zwar spielerisch immer noch gut, aber da ist ja durch die Story dann, ja, ihr seid tot, der Bruder von Krieg, und ihr sucht Krieg, und das spielt parallel zum ersten Teil. So dass man halt am Ende vom zweiten Teil wieder da ist, wo man am Ende vom ersten Teil war. Tja. Ja. Weg von den Erwachsenen, wieder lieber zu den Kindern. Ja. Oder nicht nur für Kinder, sondern für alle eigentlich, die das Universum lieben, und zwar World of Final Fantasy. Ja, ein bisschen überraschend für alle, ne? Ja, für PS4 und Vita. Vita. Ja. Vita. Am 25. Oktober kam das raus. Und es ist halt eigentlich ein Final Fantasy Pokémon, kann man so sagen. Und im Vorfeld war man sich nicht sicher, was soll man davon halten? Mhm. Was soll das werden? Wir waren auch der Meinung, das ist zwar eine kluge Idee, weil in welchen anderen Universum als Final Fantasy könnte man sowas umsetzen? Ja, vor allem, es war halt richtig lange gar nicht klar, dass es ein Final Fantasy Pokémon ist. Wir haben einfach nur diesen Chibi-Look gezeigt und gesagt, es ist World of Final Fantasy. Ist nicht nur für Kinder, ist für alle. Und dann dachte man, aha. Dann kam die Demo und wir waren halt total begeistert. Genau, wir haben sie im Livestream haben diese Demo gespielt. Und wir hätten ab diesem Zeitpunkt eigentlich noch am liebsten weitergespielt. Mhm. Und der einzige Grund, warum wir es jetzt eigentlich nicht weitergespielt haben oder schon geholt haben, ist einfach, weil es auch so viele andere Sachen gab. Ja, und weil es halt wieder so ist, es ist ein Vita-Spiel. Eigentlich, das sieht man halt von der Optik total. Natürlich. Dass es geplant war für die Vita ursprünglich mal. Und es soll halt auch als Handheld-Spiel funktionieren. Und das tut es auch super gut, weil, ja, wie gesagt, es ist an sich total cool. Es ist komplexer, als man gedacht hätte, weil unter anderem haben deine Pokémon einen Skilltree, jeder für sich, können sich dann auch entwickeln unter bestimmten Bedingungen. Du kannst sie auch nur unter bestimmten Bedingungen fangen. Genau. Was wollte ich sagen? Und dann gab es noch so ein Stapelsystem, dass man halt die übereinander stapeln kann. Es gibt nämlich große, mittlere und kleine Wesen. Und dann verbinden sich wieder deren Attribute und so weiter und so fort. Also es macht mega Spaß.
Aber es ist halt schon so, die Animationen finden größtenteils nicht wirklich statt, sondern es ist dann wirklich so, beim Angriff hauen die in die Luft und dann wird der Gegner getroffen, wie bei den früheren Pokémon-Spielen. Ja. Und es sieht dann halt auch nicht so toll aus. Und dann dachten wir, ja, wenn das so 30 Euro kostet, super. Aber es ist ein, ja, nahezu Vollpreis PlayStation 4 Spiel geworden. 60 Euro. Und man saß da und dachte, ey, Square, weißt du, ihr könnt doch nicht auf der Vita das Spiel billiger machen, als auf der Konsole, für die es eigentlich viel zu schwach ist. Ja. So. Und ja, das war dann wirklich so, gerade dann in diesem Zeitraum, wo dann auch noch Final Fantasy 15 ja auch noch in der Nähe war, das da für einen Vollpreis rauszuhauen, war halt schon mutig. Und ja, habe ich gar nicht nachgelesen, aber ich denke auch mal, dass das nicht die klügste Entscheidung war von ja. Square. Wir haben es nur noch durch eine Freundin erfahren, dass sie ist total hellauf begeistert davon. Und fand es total lustig, weil es auch eine sehr schöne Story noch nebenbei erzählt. Ja. Also eine sehr viel komplexere und twistenreichere Story als ein normales Pokémon. Und ja, sie fand es total toll und war hellauf begeistert davon. Ja. Ja, da hatte ich im Vorfeld eine lange Debatte mit ihr, dass man sowas eigentlich nicht unterstützen darf, so eine Preispolitik. Aber hat sie auch gesagt, ja, aber ich kann nicht anders. Ja. Ja, ja. Fangirl. Ach ja. Andere Fangirls oder Fanboys gab es dann vielleicht am 28. Oktober, nämlich bei Dragon Ball Z Xenoverse 2, was für Xbox One, PS4 und PC rauskam. Ja, der zweite Teil der Xenoverse-Reihe. Der erste Teil damals, Dragon Ball Z Xenoverse 1, kam damals extremst gut an. Ja. War ein voller Erfolg, weil es war auf einmal, man konnte einen eigenen Charakter erstellen, man konnte die gesamte Story wirklich mit diesem Charakter selbst erleben, wie man in diese Story eingebaut wurde. Man hatte ein richtig tolles Kampfsystem, alle möglichen Charaktere, die man freischalten konnte. Rüstungscrafting. Genau, und alle, man konnte seinen Charakter halt auch mit allen möglichen Techniken halt selber bestücken. Man konnte selber sagen, habe ich jetzt ein Kamehameha oder habe ich irgendwas anderes. Also es ist riesige Freiheit, das war alles total toll. Jetzt der zweite Teil hat genau dasselbe gemacht. Man konnte seinen eigenen Charakter erstellen, hatte noch mehr Auswahlmöglichkeiten, mehr Kostüme, Rüstungen, Techniken. Die Story hat noch weiter vorangeschritten, noch mehr Charaktere, die man auch für Multiplayer freischalten konnte. Noch mehr. Aber was ich gehört habe, ist der zweite Teil längst nicht so erfolgreich und nicht so beliebt gewesen, wie es der erste Teil. Ja. Der Grund, was ich da mitbekommen habe, ist wirklich einfach dieses mehr war zu viel mehr. Die Welt war viel zu riesig und war zu wenig bestückt sozusagen. Also es gibt halt einfach extremst viel zu tun eigentlich, aber es ist halt repetitiv. Ja. Es ist halt nicht mehr so mega spannend, nicht mehr so interessant und hat auch relativ schnell hat man wirklich Abnutzungserscheinungen. Und ich bin der Meinung, dass ich damals in den Previews zumindest auch gehört habe, dass das Kampfsystem dafür abgespeckt wurde. Mhm. Und ja, das ist natürlich alles vergrößern und gleichzeitig das Kernfeature des Spiels runterfahren, ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ja. Aber ja, da muss ich sagen, bin ich halt bei Dragon Ball Spielen dann doch leider schon eine ganze Weile nicht mehr interessiert genug, um mich damit intensiv zu befassen. Aber ja, das war wohl trotzdem immer noch schön. Ja. Also, mal sehen, wird sie jetzt weitermachen. Ach Gott. Ja. Ja, ein Spiel, was damals, als es rauskam, sehr schön war und jetzt nochmal schöner gemacht wurde, war The Elder Scrolls 5 Skyrim. Im Jahre 2011 kam die Ursprungsversion davon raus. Und jetzt kam die Special Edition raus. Für Xbox One, PS4 und PC. Genau. Da gab es, also es war halt wirklich, das ist immer noch dieselbe Engine, aber es wurde wirklich komplett remastered. Also es sieht wirklich sehr viel schöner aus. Natürlich kriegt man es auf PC über Mods noch sehr, deutlich sehr hübscher schöner. Hin. Aber da muss man schon mal sagen, lobenswert, Bethesda. Bethesda, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Auf PC, alle, die die Ursprungsversion von Skyrim hatten, haben die Special Edition gratis bekommen. Also die konnten die einfach upgraden und dann war das Spiel schöner danach. Mhm. Für alle, die sich mit Mods und so jetzt nicht so großartig beschäftigen wollen. Ja, und ansonsten war es halt dasselbe Spiel mit allen Add-ons drin. Und ja, Skyrim ist nach wie vor ein fantastisches Spiel. Ja, und ich kann es eben nur empfehlen, das für den PC zu holen, weil es da halt wirklich auch noch unendlich viele Standalone-Mods gibt und das immer noch unterstützt wird. Ich finde es witzig, wie dieses Spiel manchmal unterschätzt wird, weil zum Beispiel bei der Ankündigung von der Switch halt ganz viel so, Skyrim, interessiert das noch wen? Und ich dachte so, ja, das ist ein Spiel, was immer noch wahnsinnig gespielt wird und wahnsinnig gehypt wird. Ja, und allein, dass 5 Jahre nach Release noch so eine Special Edition, wie man es nochmal hübscher rauskommt, sagt ja schon viel darüber aus, wie beliebt dieses Spiel eigentlich ist. Das ist halt wirklich, Skyrim, das ist halt so ein, also es wird heute schon als absoluter Meilenstein-Klassiker irgendwie angesehen.
Also sprich in 10 Jahren, wenn wir dann einen Rückblick machen sozusagen auf das Jahr, also ich quatsche nicht mehr in 10 Jahren, sondern im Jahre 2021, wenn wir dann unseren 10-Jahres-Rückblick sozusagen machen, dann kann man davon erzählen, können wir wirklich sagen, ja, das ist ein Klassiker überhaupt heute und selbst Kinder heutzutage spielen das noch, so nach dem Motto. Ja. Und ja. Und ja, also man muss sagen, die Einzigen, die das Spiel nicht so mochten, waren wirklich eingefleischte Elder Scrolls-Fans, die schon seit frühesten Tagen dabei waren, weil ja gesagt haben, ja, ist es wieder besser als Oblivion, weil die Welt ist wieder einzigartiger und so, aber es ist halt alles immer noch sehr casual und so. Weil halt bei Morrowind war es halt ja wirklich so, dass man jedes einzelne Rüstungsteil anlegen konnte und so. Und die Quests waren wohl noch umfangreicher, noch abgedrehter. Allerdings geben viele davon auch zu, kann man heute nicht mehr spielen, wenn man es damals nicht gespielt hat. Und für mich war Skyrim wirklich diese perfekte Mischung aus dieser Freiheit, eine faszinierende Welt. Ja. Hauptstory war wie immer Quatsch. So, ich glaube, ich habe diese Hauptstory nie beendet. Ich habe die beendet. Ich habe sie auch auf 100% gespielt. Ja. Ja, aber es war halt wirklich einfach so diese geile Welt. Einem ist irgendwann aufgefallen, dass die Drachen gar nicht so beeindruckend sind, wie sie wirken, aber wenn man das erste Mal durch diese Welt läuft und einfach ein Drache über einen rüberfliegt und man denkt, bemerkt mich nicht! Ja. So, mein liebstes Erlebnis ist immer noch, wenn ich auf so einen Berg hochkomme, weil ich da war ich dann schon stärker und wollte dediziert einen Drachen jagen. Und als ich da oben ankam, hat sich gerade dieser Drache mit Feueratem mit einem weißen Drachen mit Eisatem bekämpft. So, also diese waren halt auch wirklich so, die sind da rumgeflogen und waren halt wirklich zufallsgeneriert, was die jetzt gerade machen. Also mal haben sie sich um den Spieler geschert, mal haben sie ein Dorf angegriffen, mal haben sie sich gegenseitig bekämpft. Mal war es auch so, dass sie den Riesen angegriffen haben und der Riesen hat den Drachen dann einfach 1000 Kilometer in die Luft befördert. Mal sind sie rückwärts geflogen. ja, aber all diese Bugs sind größtenteils weg. Es gibt sie immer noch, auch in der Special Edition. Aber das gehört dazu. Ist fast schon liebgewonnene Tradition, wenn es keine Gamebreaker sind. Ja. Ja, also, wie gesagt, wer Freiheit und Fantasy und so, der ist richtig bei Elder Scrolls. Aber achtet bitte darauf, niemals ein Hühnchen töten. Sonst seid ihr tot. Ja. Das werde ich nie vergessen. Oh, und auch noch wichtig, macht die Diebesgilde fertig, bevor ihr die dunkle Bruderschaft macht. Weil bei der Diebesgilde gibt es die Regel, du darfst jemanden umbringen. Und das so. Und dann müsst ihr erst bei der Diebesgilde der Chef werden. Und dann könnt ihr sagen, ist völlig okay, was ich hier mache. Und dann macht ihr die dunkle Bruderschaft. So einfach ist das. Ja. Ja, so einfach ist das auch beim nächsten Spiel. Titanfall 2. Xbox One, PS4 und PC. Auch am 28. Oktober erschienen. Einfach in dem Sinne, setz dich in deinen Mac, baller alles über den Haufen, habe Spaß. Ja. Ein Spiel, was leider sehr untergegangen ist. Denn EA hat sich aus irgendeinem Grund, den niemand versteht, dazu entschieden, es eine Woche nach Battlefield 1 aus ihrem Hause zu platzieren. Ein ebenfalls Shooter und eine Woche vor Call of Duty. Und da waren natürlich alle so, als dieser Resale, den verschieben die bestimmt noch, den halten. Nein, okay, sie machen, ja, gut. Hat sich keiner gekauft, welche Überraschung. Ja, weil jeder hat sich entweder dazu entschieden, Battlefield 1 oder halt Call of Duty sich zu holen, was halt jedes ein 60-Euro-Preisziel war. Und da war halt jeder so, gut, ich habe jetzt kein Geld mehr, um mir noch ein Spiel zu leisten. Ja. Und dann musste halt Titanfall rausfallen. Ja. Obwohl es halt eigentlich sehr, sehr gut wieder gewesen ist. Es hat halt alles, was der vorige Teil gemacht hat, nochmal besser gemacht. Ja. Sie haben auf die Kritik der Fans haben sie gehört. Sie haben eine richtige Singleplayer-Kampagne gemacht, auch wenn die nicht so groß gewesen ist. Aber die ist sehr, sehr gut gewesen. Genau, sie war sehr, sehr gut, auch mit richtiger Story und halt so einer Beziehung zwischen den zwischen der KI des Mechs und einem richtigen Piloten, einem Menschen, wie halt so nach und nach zusammenarbeiten und sich halt gegenseitig ja helfen und schützen irgendwie. Ja, und es ist halt wirklich, also da wurde halt wirklich mehrmals gesagt, da sind Gameplay-Mechaniken drin, die man von einem Half-Life erwarten würde. Ja. Also unter anderem machen die da halt was mit Zeit, was ich jetzt auch nicht sage, und was wirklich in jeder Review gesagt, da ist eine Mechanik mit Zeit, die verraten wir jetzt nicht, weil das sollt ihr selber erleben. Also es ist halt wirklich, diese Kampagne kam mega gut an, der Multiplayer wurde rundum verbessert, und wäre jetzt an sich viel, viel langlebiger gewesen. Ja, wenn EA sich nicht dafür entschieden hätte, das irgendwie dahin zu packen. Was ich auch sehr geil fand, war, die haben dann irgendwie, als Titanfall rauskam, hat EA, der offizielle EA-Account, nochmal gegen Call of Duty gestänkert.
So, nach dem Motto, wir setzen das hier bewusst hin, um gegen euch anzutreten. Und da hat Respawn, die Entwickler, haben dann wirklich gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Wir wünschen jedem unserer Kollegen da draußen Erfolg. Wir finden es total kindisch, was ihr hier gerade macht. Und das fand ich mega gut, dass sie sich da hinstellen und sagen, ey, das ist doch voll idiotisch, was ihr da gerade macht. Ja. Ja, vor allem, Titanfall 2 jetzt einfach zum Beispiel jetzt im Januar rausgebracht oder Februar. Das Ding hätte sich verkauft wie sonst was. Ja, also so wirklich so Januar bis März, da kommen zwar extrem viele gute Spiele, aber kein Shooter. Ja. Kein richtig guter Shooter. Und also das ist wohl eine Entscheidung, die wirklich nur EA weiß. Und wie gesagt, wie man an diesen Tweets und so da merkt, es war offenbar wirklich einfach nur, wir wollen zeigen, dass wir das bessere Call of Duty sind. Im Prinzip. Und sie haben verloren. Ja. Wenn man so, also von den Verkaufszahlen zumindest her. Was das Spiel selber angeht, sind sie besser, aber von den Verkaufszahlen her haben sie verloren. Ja. Was halt auch echt dumm war. Aber nun gut, wir sind mit Oktober durch. Mensch, ging ja schnell. Wir sind im November angekommen und Leute, die sich vielleicht intelligenter angestellt haben, sind die Macher von Oldboy, was für ein PC erschienen ist am 1. November. Ja, Oldboy, ein kleines Indie-Spiel, wieder ein Indie-Perle, kann man so sagen, ist ein Jump'n'Run, ja, Metroid. Ja. So irgendwie. Man spielt zumindest einen kleinen Eulenjungen. Ja. Man kann fliegen, man kann jumpen. Man hat Fähigkeiten, die man freischalten muss. Und man muss halt durch die Gegenden hüpfen und der Story folgen. Ja. Ja, das Besondere an diesem Spiel ist, es ist halt so ein 2D-Plattformer eben. Und dieses Spiel war 10 Jahre in der Entwicklung. Das heißt, diese Macher hatten vor 10 Jahren diesen Traum, dieses Spiel zu machen. Mhm. Und dann ist es immer mal da gewesen, dann ist es wieder in Versenkung verschwunden und plötzlich hieß es so, hier ist es. Da ist Oldboy. Und ja, was bei rausgekommen ist, ist wirklich ein sehr liebevolles Spiel. Die Fähigkeiten schaltet man übrigens frei, indem man freundet sich mit diversen Menschen an und die trägt man dann so. Und dann über die schaltet man dann halt verschiedene Fertigkeiten und Waffen frei. Und ja, es geht halt im Prinzip wirklich darum, man ist ein Eulenjunge, man ist kein besonders guter Eulenjunge. Man kann nämlich nicht besonders gut fliegen und so. Der Meister ist konstant unzufrieden mit einem. Und eines Tages verlässt man seinen Posten und dadurch kann eine dunkle Macht in die Welt einfallen. Und jetzt muss man also als klassischer Loser-Held über sich hinaus wachsen und die Welt wieder befreien. Ja, eine sehr klassische Story, die aber sehr gut umgesetzt war. Und ja, schön, dass es jetzt endlich da ist. Es ist das Jahr der lang erwarteten Spiele, die dann endlich rausgekommen sind. Doom kam raus, was irgendwie schon 2005 das erste Mal angekündigt wurde als Doom 4. Und dann kommen noch die Spiele, die da jetzt noch draufstehen auf der Liste. Und Oldboy, also ja, es war das Jahr der Spiele, die endlich da waren. Ja, das stimmt. Ein Spiel, was nicht ganz so lange in der Entwicklungszeit wohl versauert ist, ist Call of Duty Infinite Warfare und der Bildschirm möchte sich ausschalten. Das hat vielleicht Symbolkraft, man weiß es nicht. Denn wie ihr wisst, sind wir nicht die größten Call of Duty-Fans. Ja. Allerdings haben wir von vornherein gesagt, dass wir mit diesem Call of Duty eine sehr viel höhere Grundsympathie haben als mit den anderen. Denn es hat das Ganze in den Weltraum verlegt. Und zwar, der Vorteil war ja halt alles Science-Fiction-mäßig, aber alles auf dem Planeten. Jetzt sind sie richtig Science-Fiction geworden, richtig Zukunft. Ja, Jon Snow ist ein Weltraumterrorist. Kit Harington spielt den Gegenspieler und der hat quasi, will wieder die Vereinigung der Menschen zerstören und er hat den einzig wahren Weg für das Universum und bla. Und ja, das führt dann eben dazu, dass man eben jetzt auch Schlachten auf Raumschiffen bestreitet, dann in der Schwerelosigkeit und so. Und ja, es ist so vom Großen, ist es halt wirklich klassische Call of Duty-Kost. Und ganz viel sagen, auch das, auch in der Fanbase, die Verkaufszahlen sind wieder ein bisschen runtergegangen, dass da langsam Abnutzungserscheinungen da sind. Aber ich muss wirklich sagen, auch wenn ich kein Call of Duty-Fan bin, so sehr auf den Sack zu kriegen, wie es tut, hat es nicht verdient. Weil ja ganz viele so waren, als es so war, dieser Vergleich Battlefield 1 und Call of Duty so, ja, Battlefield 1 geht in den Ersten Weltkrieg, EA ist so mutig, EA ist so geil. Und Call of Duty macht auch was komplett Neues für die Reihe. Also, voll lame, Weltraum und so. Das Ding ist halt, sie machen zwar etwas komplett Neues für die Reihe, aber es ist halt längst nicht so ein Sprung, was EA halt gemacht hat. Weil Call of Duty hat schon die davorigen Teile mit Ghost und so weiter. Immer mehr Science Fiction, immer mehr der Zukunft. Ja, aber tatsächlich Zukunft. Machen sie ja mit dem Setting mehr als EA mit ihrem World War One Setting. Denn, das muss man davon ganz vergessen, dass sich Battlefield One trotzdem spielt wie ein Battlefield. Und da sind auch Automatikwaffen, die es da noch nicht gab und so. Also, ja,
das ist, ich bin ja auch Battlefield eher zugetan als Call of Duty, aber das wirklich, dass dieses Spiel von seiner Ankündigung bis danach so dermaßen zerrissen wurde, da sage ich wirklich so, Mann, Leute, stört euch doch nicht dran. Das ist halt Ja. so, die spielen wollen, spielen es, und die Reihe nicht mehr sehen können, die ignorieren sie halt. Ja. So, also, Ja, es ist halt ja. mega bombastisch, mega viele Waffen, mega viel Action, rumrennen, losballern, Spaß haben, Hirn ausschalten. Das ist Ja. Call of Duty. Ein Spiel, wo man vielleicht mehr das Hirn anschalten Ja. müsste, vielleicht wir Zumindest, wenn auch, man schleichen möchte. zumindest schleichen möchte, ist Dishonored 2 für Xbox One, PS4 und PC am 11. November erschienen. Ein Ja. Spiel, was wir empfehlen können, was auch auf unserem Gaming-Channel noch läuft. Ja, Wo wir guckt keiner, aber läuft. läuft. Ja, das war der zweite Teil der Dishonored-Reihe. Im ersten Teil hat man noch den Corvo gespielt und hat versucht, seinen Namen reinzuwaschen, weil die Kaiserin getötet wurde. Also vielleicht weiß man nicht, weil er hat nicht gesprochen. Vielleicht ist der Gut, auch einfach nur durch die Gegend gelaufen, so, oh, was geht hier? Oh, Kaiserinmörder! Oh, Tochter, willst mitkommen? Okay. Ich bin deine Tochter? Ja, in Dishonored 2 hat man jetzt die Wahl, ob man besagte Tochter Emily Caldwin, die Kaiserin des Reiches, die sehr junge Kaiserin des Reiches, spielt, oder Corvo Attano, den Attentäter aus dem ersten Teil, Der sprechen gelernt hat. der sprechen gelernt hat. Ja, was schon ein Mehrgewinn ist, aber jetzt auch kein so richtig. Also, die kommentieren immer mal, was so gesagt wird, Ja. aber was man sagen kann, Dishonored 2 erzählt weiterhin keine bahnbrechende Story. Es ist halt wieder. Dir wird am Anfang der Thron weggenommen. Intrigiere jetzt, zerstöre den Gegner und dann nimm dir deinen Thron zurück. So, Also das eigentlich auch ist. wieder fast dieselbe Rache-Story Ja. irgendwie. Aber was Dishonored 1 schon sehr konnte und was der zweite sogar noch mal ein bisschen besser kann, ist Gameplay. Ja. Und ja, da ist halt wirklich wieder so, du kannst entweder sagen, ich stell mich hier, ich breche durch die Vordertür, kommt doch her, ihr Wichser. Und Skills dann eben darauf, dass du den Gegner mit Schattenarmen in der Luft zerreißen kannst, Ja. dass du blutige Doppelgänger von dir erschaffen kannst, einfach da durchfetzt und die Welt in Chaos stürzt, oder du entscheidest dich halt ganz leise vorzugehen, dann kann man halt so Sachen machen, wie dass man eine Nachtsicht hat, mit der man auch durch Wände gucken kann und sehen kann, wo die Gegner langlaufen, also auch wirklich schon vorher sieht, wo sie hinlaufen, Ja. oder dass man eben so als, ja, also als Schatten durch Türen hindurch krabbeln Schlüpfen kann und kann. so weiter und so fort. Ja, und dann lebt dieses Spiel einfach da von seinem wahnsinnig genialen Level-Design. Also alleine diese erste größere Location, in der man ist, der Hafen in Karnaka, da gibt es dann immer die Szene, du bist, da ist eine Lichtwand, wenn du da durchläufst, explodierst du. Ist nicht so Und schön. dann, also ich glaube, wir haben fünf Wege gefunden, wie man da dran vorbeikommen kann. Naja, man kann einfach ganz normal die Lichtschranke ausschalten, einfach durchlaufen, man kann oben rüberlaufen, da gibt es so eine Ja. kleine Kammer, man kann durch ein mit Blutfliegennester verseuchtes Haus durchkrabbeln, man kann über einen Balkon, der an der Seite ist, noch durchgehen. Findet da dann auch wieder so Sachen zu der Welt und so weiter und so Genau. fort. Und Ich glaube, die es waren vier vier, Wege, nicht ja. fünf. Es waren vier Wege. Aber Ja. trotzdem vier Wege, um einfach nur diese eine Passage halt hindurchzukommen. Wir haben alle probiert. Ja. Und ja, so geht es halt weiter im gesamten Spielverlauf. Man kann halt alles Mögliche machen, man gibt es alle möglichen Wege, Nebenmissionen auch noch. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, auch wenn es ab und zu ein bisschen frustrierend ist, weil wir halt nicht die besten Stealth-Spieler Ja. sind. Aber das ist ja egal. Ja. Das ist ja unsere eigene Inkompetenz. Genau. Und genau, man kann auch durch das ganze Spiel durch, ohne jemanden zu töten. Also es gibt sogar bei Ja. den Endgegnern immer einen Weg, das nicht tödlich zu lösen. Aber Ah. wenn man sich dafür entscheidet zu töten, sind das so die coolsten Kills, die es dieses Jahr gab. Also es gibt allein auf YouTube, müsst ihr mal suchen, gibt so Videos 50 Epic Kills with Emily oder so. Und was, also es hat jemand 50 Wege gefunden, die Endgegnerin zu töten. 50 Wege, die Endgegnerin zu töten, hat er gefunden, alleine. Ja. So, also das ist wirklich, dieses Spiel ist spielerische Freiheit pur. Ja. Wir sind nämlich, weil du gerade sagtest, wir sind alle Wege gegangen. Das haben wir gemacht, weil die Story an sich jetzt nicht so bahnbrechend genial ist. Aber was das Spiel sehr gut macht, ist dieses Environmental Storytelling, dass man Genau. halt in jedem Apartment findet man irgendein Buch und erfährt dann irgendeine Nebenstory von dem, der da gewohnt hat. Oder man findet Leute, die gerade ein Haus plündern und dann findet man daraus, dass die auf der Suche sind, Wege zu finden, den Outsider zu finden, der einem seine
Craft gibt. Craft gibt er einem. Also das kann das Spiel halt unglaublich gut, dass man ein unglaublich gutes Gefühl für die Welt bekommt und es einfach Spaß macht, so rauszufinden, wo man sich hier eigentlich gerade bewegt. Und ja, wir haben es leider noch lange nicht so viel spielen können, wie wir gerne gewollt hätten. Aber alles, was wir bisher gespielt haben, hat uns unglaublich Freude bereitet. Ja, das stimmt. Ja, ein anderer Schleichkollege in der Theorie, kam am selben Tag heraus, nämlich Assassin's Creed Ezio Collection, Xbox One und PS4. Ich weiß gar nicht, welche ganzen Teile von Assassin's Creed sind da drin? Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations. Also genau, die drei Teile mit Ezio. Ja, und somit auch die drei besten Teile von Assassin's Creed, würde ich behaupten, insbesondere der zweite. Das liegt daran, dass sie zum einen den charismatischsten Hauptcharakter mit Ezio Auditore hatten. Ezio Auditore da Firenze, wie ich mittlerweile erfahren habe, nicht Della Firenze. Ja, und erzählt halt die Geschichte von ja, dem bisher größten Assassinen in der Reihe, der angefangen hat als arroganter, ich bin so cool, ich schlafe mit allen Frauen, Kerl. Dann wurde leider seine Familie umgebracht. Dann ist er Assassine geworden und ist dann über diese drei Teile, wird er dann halt zum, ja, einem der mächtigsten Assassinenmeister, der die Geschicke dieser Welt leitet. Und ja, das sind halt wirklich diese drei Teile aus der Zeit, wo diese krassen Abnutzungserscheinungen noch nicht da waren. Ja, große, offene Welt, sehr, sehr authentische Welt. Das Bewegungsgefühl macht halt einfach Spaß. Es ist auch da schon so, dass ja, man mehr Massenmörder als Assassine ist, weil man sich auch auf die Straßen stellen kann und einfach minutenlang die einzeln auf einen zukommenden Wachen wegkontert mit einem Knopf. Ja. Aber ja, ich mag die drei Teile sehr gerne. Und ja, wer das noch nicht gespielt haben sollte, was ich mir kaum vorstellen kann, der kann das da aber, ja, der kann es da gerne nachholen. Also die Teile kann man, glaube ich, noch ohne Probleme empfehlen. Man muss ja sagen, bei Revelations ist es dann halt wirklich schon so, es war der erste Teil, wo man sagte, ja, okay, jetzt machen sie dasselbe nochmal in einer anderen Stadt und bauen ein komisches Tower-Defense-Spiel ein. Ja, Tower-Defense war damals sehr beliebt. Ja, aber Assassin's Creed 2 und Brotherhood mag ich extrem gerne. Beide. Ja, im nächsten Spiel muss man sehr viel leiser sein als der Ezio nochmal. Ja. In Silence. Für den PC, was am 11. November erschienen ist. Ja. Silence ist der zweite Teil einer Reihe von Dedelic. Ja. Der erste hier, also der im Ganzen heißt dieses Spiel Silence The Whispered World. Und ist halt quasi der Nachfolger von The Whispered World 1, hieß genau. Der so? Ja, ne? Einfach nur so Whispered World. Ja, und ist das erste Dedelic. Das erste Telltale-Spiel, was gut aussieht. Das erste Dedelic-Spiel, was richtig gut aussieht. Also da wurde richtig Geld in die Hand genommen, um einen neuen Stil zu erschaffen. Also sonst waren es natürlich immer diese gezeichneten Hintergründe und Figuren, die auch sehr gut aussahen. Aber das hier ist halt wirklich ein Spiel, was bei vielen als eines der hübschesten des Jahres herausgestellt wurde. Das stimmt. Nicht von der reinen Technik her, aber das ganze Art-Design und so weiter ist fantastisch. Und ich glaube, um darüber zu sprechen, was dieses Spiel so besonders macht, müssen wir schon das Ende vom ersten Teil spoilern. Weil das Spiel... Möchte ich aber nur ungern. Ja, also... Man kann eigentlich nur sagen, ihr müsst es auf jeden Fall den ersten Teil erstmal gespielt haben, ja, um Silence zu spielen. Der erste Teil ist auch wunderschön, ist eine sehr lustige und schöne Story, wo man einen traurigen Clown spielt. Wo man immer wieder so merkwürdige Erlebnisse hat, wo immer wieder Twists vorkommen und halt vor allem das Ende dann halt wirklich so ein krasser Twist ist, ja, dass halt das gesamte Spiel verändert, einen wirklich schon leicht schockiert, was eigentlich da alles so passiert ist gerade. Und so macht halt Silence weiter eigentlich. Ja. Ja, also. Und wie gesagt, ich möchte halt wirklich das Ende nicht spoilern. Ja. Es ist zwar schon sehr alt, aber wenn man dieses Ende spoilert, ist das ganze Spiel im Arsch. Ja, irgendwie. Aber dann kann man den zweiten auch spielen, wenn man das weiß. Naja, jedenfalls das Ende vom ersten Teil, ihr könnt es euch, wenn es euch interessiert, ja auch auf YouTube angucken. Gibt einem jedenfalls ein Wissen für den zweiten Teil, mit dem man da jetzt nun lebt, was halt wirklich diese ganze Erzählung sehr viel schwerfälliger und demütiger macht. Und ja, es ist halt wirklich ein ganz anderes Spiel. Es ist halt auch sehr viel weniger rätselbasiert. Also es ist halt wirklich
so vom Grundton erinnert es schon an Telltale darin, dass man mehr der Erzählung folgt, als dass man jetzt wirklich schwere Rätsel löst oder so. Nur mit zum Glück sehr viel weniger Quicktime-Events und so ein Kram. Ja, also auf jeden Fall ein Spiel mit fantastischem Soundtrack, wahnsinnig liebevoll designt und ja. Das Einzige ist, es ist zu kurz irgendwie. Es ist sehr kurz, ja. Ein sehr kurzes Spielchen. Ich sag ja, Telltale. Ja, das Teladek hat sich da ein bisschen mehr an Telltale orientiert, anscheinend. Ja. Aber trotzdem, nur empfehlen. Ich will es auch noch nachholen, ich will es auch noch auf jeden Fall spielen, hatte bis jetzt noch keine Zeit dafür. Ja. Kommt auf jeden Fall noch, macht im Januar oder irgendwie so. Mal schauen. Mal gucken. Der nächste zweite Teil, wo es denn weniger um Stille geht, als mehr ums Hacking, ist Watch Dogs 2 am Xbox One, PS4 und PC. Ja, am Genau. Xbox One. Für die Xbox One, PS4, PC am 15. November erschienen. Beziehungsweise für den PC Ende des Ja, Monats, kam eine Woche aber später, ne, Woche zwei später, Wochen. zwei Wochen später, Ja. kam es für den PC raus. Ja, der zweite Teil von Watch Dogs, auf den ich ja mich im Vorfeld sehr gefreut habe, weil ich fand, der Watch Dogs 1 hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der auch. Ja. Es hatte allerdings natürlich, was die Story angeht, seine sehr gravierenden Schwächen. Diese Rache-Story mit Aiden Pierce. Und jetzt Watch Dogs 2 war halt, wo wir uns damals noch gedacht haben: Ach komm, wenn jetzt der zweite Teil rauskommt, der würde es einfach cool werden, der würde es gut werden, so wie damals mit Assassin's Creed. Da war der erste Teil ja auch nicht so mega toll. Der zweite Teil war deswegen umso besser. Und jetzt ist Watch Dogs 2 rausgekommen und alle sind so der Meinung, ja, es ist besser als der erste Teil. Es Aber macht nicht besser genug. richtig, auch nicht besser genug. Denn das Ding ist halt, dass die Story genauso belanglos irgendwie wieder ist und genauso bekloppt wie im ersten Teil. Ist das Problem. Diesmal ist es halt so, dass man spielt in einer anderen Stadt. Ich habe gerade die Stadt vergessen. San Francisco. San Francisco war's. Diesmal in San Francisco. Natürlich ein bisschen in der Zukunft eher. Die gesamte Welt ist miteinander vernetzt, egal welches elektronische Gerät. Irgendwie kann man sich da einhacken. Und man spielt halt einen jungen Hacker, der zu DedSec gehört, die jetzt eine richtige Organisation nochmal da sind. Im ersten Teil waren sie ja noch so ein bisschen mehr untergrundmäßig. Jetzt sind sie halt schon eine richtige Publikorganisation, die halt auch wirklich Twitter-Follower hat und alles und YouTube macht und keine Ja, also Ahnung so ein was. bisschen so wie schillerndes Anonymous quasi. Genau. Und man hat dann sein kleines Team dort und man versucht jetzt halt gegen die Regierung bzw. gegen die Konzerne, gegen Bloom, hießen sie, Ja. glaube ich, anzukommen, die halt dieses System haben, wodurch halt alles miteinander vernetzt ist und wodurch sie halt alles ausspionieren. Und jetzt muss man halt als diese Gruppe, als DedSec, jetzt dagegen vorgehen. Das Problem dabei ist theoretisch ja ein guter Grundgedanke. Man kann da eigentlich sehr viel, was halt unsere moderne Zeit momentan angeht, theoretisch draus machen, haben sie aber nicht so richtig. Also nur Ja. so unterschwellig wird dieses Environmental Telling so ein bisschen. Aber die eigentlich richtige Story, man spielt hippe, coole Hacker, ja nicht Gangster eigentlich, aber halt so coole Ja. Hacker-Dudes, die halt alles irgendwie so twittern und sagen, boah, krass, ey, wir haben das jetzt so gemacht, check mal meine Tweets, ey. Ja. Und total auf mega peinlich jugendlich irgendwie so sind. Aber man hat wirklich so das Gefühl, als ob da die Schreiber, die da dran waren, überlegt haben, was ist momentan cool in der Jugendsprache oder generell in der Jugend irgendwie? Wie stellen wir das uns cool vor? Ja. Und haben das dann reingemacht, was aber mehr peinlich als sonst irgendwas ist. Ja, was halt, also Watch Dogs 2 ist komisch, weil als es damals rauskam, war wirklich so dieses, das so die generelle Grundstimmung. Jetzt werden aber mit der Zeit auch immer mehr Stimmen laut, die sagen, hey, das Spiel ist voll gut. Das wird voll runtergeredet. So, also das lese ich jetzt gerade immer öfter, dass so Ja, Leute das war auch schon so. damals, dass sie gesagt haben, das Spiel an sich ist aber eigentlich Ja, gut. aber es gibt auch immer mehr Leute, die die Charaktere verteidigen und sagen, dass die richtig klasse geschrieben sind. So, weil halt zum Beispiel so Sachen, Mini-Spoiler, der Typ mit der Gesichtsmaske, mit dieser Brille, der ist zum Beispiel autistisch. Ja. Und das drückt einem das Spiel aber nicht so auf die Nase, sondern es wird immer mal so eingebunden und sogar für den Humor benutzt. Und da sagen sie, schreiben die ganz feinfühlig diese Charaktere. So, und das ist halt der komplette Gegensatz zu dem, was in den Reviews gesagt wurde, größtenteils, nämlich dass das total schlimm ist, wie die geschrieben sind. So, und ja, das ist irgendwie so, Dass weiß ich. man nicht so richtig, was man davon halten soll. Also alles, was ich gesehen habe, fand ich schrecklich.
von Storytelling. Das Einzige, was ich toll fand, war halt der Typ mit der Brille. Ja. Weil ich den total cool und lustig finde. Aber ansonsten alles andere finde ich auch eher so furchtbar. Aber warum das Spiel halt trotzdem sehr gefeiert wird, ist einfach die Spielwelt an sich. Ja. Es hat eine tolle, mega tolle Spielwelt, wo man sehr, sehr viel mit interagieren kann. Durch das ganze Hacking hat man alle möglichen Möglichkeiten, um Chaos auch zu stiften. Man hat für jede Mission hat man unglaublich viele Möglichkeiten, wie man an diese Mission herangeht. Entweder hackt man sich halt schnell durch, um halt irgendwie hinten herum einen Transporter zum Beispiel zu klauen. Oder aber man lässt irgendeinen Generator explodieren oder setzt die Gegner, die Wachen halt aus. Oder man ballert sich einfach den Weg durch. Ja. Je nachdem, wie man gerade möchte. Also man hat riesige Freiheit. Man hat seine zwei kleinen Drohnen, eine Flugdrohne, eine Bodendrohne, durch die man halt auch da herumschleichen kann und einfach intern irgendwas hacken kann. Ja. Und vor allem hat man jetzt auch die Möglichkeit, wirklich auch hier wieder das Spiel komplett gewaltfrei und genau ohne Tote durchzuspielen. Das war ja im ersten Teil wirklich so ein Ding, dass man so dachte, okay, Aiden Pierce ist auf einem Rachefeldzug, aber er bringt dafür tausende von Leuten um und die Story will es von mir. Ja. Die Story will, dass ich das mache und lässt mir manchmal auch keine andere Wahl. Hier kriegt man jetzt wirklich genug Gadgets an die Hand und die Story-Missionen sind auch alle so ausgelegt, dass du es wirklich komplett gewaltfrei lösen kannst. Die das Spiel damit auch schwerer machst, weil die auch wieder aufwachen, die betäubten Leute. Genau. Und dann ist natürlich Alarm. Das heißt, das ist der anspruchsvollste Weg, wenn man sagt, ich will keinen umbringen. Da musst du halt schnell sein, präzise sein und kreativ sein. Also unser, ne? Das sind alles unsere Attribute. Auf jeden Fall, ja. Das können wir super. Schaut das auch noch zwei, dann seht ihr das. Ja, aber ja, spielerisch wurde auch gesagt. Also auch da wieder war am Anfang so sehr die Meinung, ja, es ist schon besser, aber nicht besonders gut. Und da wird jetzt aber auch immer, nein, das ist richtig gut. Also da muss ich sagen, das habe ich auch von Anfang an eigentlich so gehört, dass halt eigentlich auch die Reviews gesagt haben, die Spielwelt ist toll. Und ja, so, es macht Spaß, aber es war so, der allgemeine Tenor war so, ja, aber ist halt Watch Dogs. So, und jetzt wird es halt immer mehr, nee, ist nicht nur Watch Dogs. Die Charaktere sind tiefsinniger, als ihr das sagen wollt. Das Gameplay ist noch ausgefeilter, als es beschrieben wurde und so. Und das habe ich wirklich beim Spiel auch noch nicht so erlebt. So dieses, das bei den Reviews so, ja, 80, so, ist ein gutes Spiel, ja, aber das war es dann auch. Und dann so Stück für Stück, das, nee, das ist schon mehr als ein gutes Spiel. Ja, so. Wahrscheinlich deswegen, weil wenn du dich länger mit dieser Spielwelt wirklich beschäftigst und dann halt auch mehr über die Charaktere und so weiter, das sind halt die Fans, die halt dann wirklich dann dahinter noch gucken und die halt dann wirklich genau darauf achten, was passiert ja da eigentlich alles. Und dann ist bei jedem Spiel, das nochmal ein Stück besser wird. Ja. Und bei diesen ist es halt jetzt richtig extremst, weil einfach sehr, sehr viele durch diese ganzen hippen Jugendlichen und so weiter und diese ja Hipster-Hacker einfach extrem abgeschreckt worden ja sind, weil niemand konnte wirklich was damit anfangen. Warum, also anstatt halt sowas, vielleicht, also es muss ja nicht so ernst sein wie bei Aiden Pierce mit seiner ja nur Rache, aber es wäre halt zum Beispiel cool gewesen, wenn es halt doch eine eher, ja, wie Anonymous halt doch eher so ist, die Dead-Sec-Gruppe und nicht halt, yo, wir sind hier auf Twitter und followt uns und wir machen hier allen möglichen Scheiß. Und vor allem, dass sie halt das wirklich dann so ins Lächerliche damit irgendwie auch ziehen. Ja. Und dann auch diese ganze Thematik eigentlich grundernst ist, halt wirklich auch diesen gläsernen Menschen, wie es momentan halt bei uns auch in der heutigen Zeit ist, extrem hätte beleuchten können, halt doch alles ja eher belächeln. Ja, Ubisoft hat halt einmal mehr nicht diesen Grat gefunden zwischen Humor und Ernsthaftigkeit. Mhm. Aber ja, gute Hauptstories schreiben konnten sie ja leider noch nie. Ja. Da gehört für mich tatsächlich sogar die von Assassin's Creed 2, ist glaube ich die letzte, in die ich wirklich investiert war. So. Und das war auch keine gute Story, aber es war zumindest eine, die mich interessiert hat. Ja. Was man bei Watch Dogs 2 noch lobend anerkennen muss, ist, dass ausgerechnet Ubisoft in einem Open-World-Spiel ihre eigene Formel durchbrochen hat. Sie haben nämlich das Ganze mit den Watchtowern und so haben sie gestrichen. Es gibt keine, ja, es gibt die Ubisoft-Formel nicht mehr. Es gibt Nebenmissionen und so, aber es ist halt alles auch reduziert worden, sodass es nicht mehr so 50 Millionen Symbole, los geh und kletter vorher gefälligst auf Türme. So. Ja, also da wurde gleich gesagt, dass das wirklich sich allein dadurch schon frisch anfühlt, dass man durch die Welt fährt und die Sachen entdeckt und nicht, du gehst auf den Turm und weißt, was alles um dich rum ist. Ja, mal sehen, ob es ihnen andere gleich tun. Horizon. Wer weiß. Ja, und auch mal gucken, ob jetzt halt Watch Dogs mit dem zweiten Teil, weil die Verkaufszahlen waren auch nicht so mega berauschend. Ja. Ob jetzt das schon eingestellt wird nach dem zweiten Teil oder ob dann da irgendwann ein dritter Teil erscheint. Ja. Muss man schauen.
Weil generell muss ich sagen, ich finde Watch Dogs ist eine sehr interessante Reihe. Ja. So. Also ich hätte da auch noch Lust mehr zu machen. Ich werde noch immer Watch Dogs 2 bestimmt holen und auch noch zocken. Ja. Kann man dieses Jahr übrigens generell sagen. Also auch Dishonored 2 ist hinter dem Vorgänger zurückgeblieben. Ja. Und der hatte schon jetzt nicht überragende Verkaufszahlen, aber gute. Ja, und Watch Dogs 2, weil ist halt wirklich so, man könnte jetzt sagen, okay, der Vorgänger ist die meist vorbestellte Marke aller Zeiten gewesen zu diesem Zeitpunkt. Wurde dann abgelöst von The Division, lustigerweise. Ja. Und da kann man jetzt sagen, okay, weniger als das heißt jetzt ja nicht gleich schlecht, weil das hatte allein 7 Millionen Vorbestellungen, der erste. Aber es ist halt wirklich so, dass Ubisoft extra eine Pressekonferenz gemacht hat, wo sie gesagt haben, ja, das wird sich schon noch verkaufen, wenn der Winter Sale vorbei ist und wenn es dann ein bisschen günstiger wird. Also sie haben halt extra eine Pressekonferenz gegeben, um die Investoren zu beruhigen. Ja. Also es muss halt wirklich schlecht gewesen sein von den Verkaufszahlen. Ja? Auch wieder so ein Punkt, wo man sagen könnte, bringt doch das Spiel im Sommer noch. So, und nicht so ein Spiel, wo die gemerkt haben müssen, so gigantisch ist der Hype nicht. Nicht zwischen all diesen Brechern, die da im Ende des Jahres kommen. Aber gut. Da stecken wir nicht drin in der Industrie. Wer weiß, was sie sich dabei alles gedacht haben. Gedacht haben sich die nächsten Leute ziemlich viel, denn die haben gesagt, ey, sowas gibt's ja momentan überhaupt nicht. Lass uns doch mal was rausbringen als Konkurrenz. Und zwar Planet Coaster für den PC, was am 7. November erschienen ist. Was als Gegenprodukt zu Rollercoaster erschienen ist. Ja, Rollercoaster ist irgendwie 1 oder 2 Wochen vorher. Naja, irgendwie so. Es dreht sich halt darum, baue einen Freizeitpark. Ja. Und da muss man wirklich sagen, als Rollercoaster erschienen ist, es wurde wirklich auch von Kritikern, Reviews und so weiter, waren alle katastrophal über dieses Spiel. Ja. Weil es sah furchtbar aus, was die Grafik anging, was man ja schon damals in diesem ersten Trailer, der rauskam, schon gesagt hat, oh Gott, was ist das für eine unglaubliche Scheiße. Dann halt auch, was die Mechanik anging, ist alles total katastrophal. Die Technik an sich hat auch viele Bugs und Glitches. Ja, also man muss halt so sagen, das ist halt so ein Spiel, wo gesagt wurde, die Grundideen, die drinstecken, sind eigentlich alle gar nicht so schlecht. Aber es ist halt miserabel umgesetzt. Es sind halt zum Beispiel so Sachen, wie wenn du eine Attraktion hast und da machst du halt dann ein Feld von der Warteschlange weg, damit die jetzt mal kurz nicht benutzt wird, weil du es dir nicht leisten kannst oder wie auch immer, weil die repariert werden muss. Dann reicht es nicht danach, das eine Feld wieder neu zu bauen, weil die Leute laufen dann nicht rauf. Diese Warteschlange ist dann für die nicht da. Ja. Dann musst du die ganze Warteschlange löschen und neu bauen. Ja, und dann gibt's halt so Sachen, dass du halt in der Kampagne den Spielfortschritt dadurch erlangst, dass du bestimmte VIP-Missionen erfüllst. Genau. Zum Beispiel, ja, dieser und jener kommt und es ist ganz wichtig, dass der unsere Achterbahn sieht oder so. Und dann waren halt aber so Sachen, dass dann da stand, der VIP erscheint in 997 Stunden. Und das war dann halt einfach ein Bug. Und wenn du diese Mission nicht erfüllt hast, bist du nicht vorangekommen, konntest keine Sachen freischalten. Oder so. Sowas. Knackpunkt an dem Ganzen aber war, dass du im Endlosspiel nur die Sachen benutzen konntest, die du in der Kampagne freigeschaltet hast. Ja. Das heißt, wenn da so ein Gamebreaker drin war, konntest du nicht weiterspielen und konntest im Endlosspiel nur Scheiße benutzen. Genau. Oder so eine schöne Sachen wie, ein VIP möchte unbedingt eine Holzachterbahn sehen. Man hat eine riesige Holzachterbahn gebaut und der VIP ist dann beleidigt abgezogen und gesagt, es gab keine Holzachterbahn. Ja. Obwohl er unter einer durchgelaufen ist, so dem Motto. Ja, dann war das Wirtschaftssystem völlig kaputt. Dann stand da plötzlich, dass du 72.000 Euro im Monat für deine 3 Handwerker bezahlst, die 7.200 Euro pro Stunde nehmen. Oder halt auch das war auch so ein geiles Bild, dass jemand überhaupt keinen Park gebaut hat, sondern einfach nur eine Fläche und dann 3 Attraktionen ohne Warteschlange. Die Leute sind halt trotzdem reingekommen und haben ihr Geld bezahlt und er hat halt sich dumm und dämlich verdient, ohne irgendwas zu machen. Ja. Und so. Also das Spiel war von vorne bis hinten kaputt. Hätte so nicht erscheinen dürfen. Ja. Und man denkt bei Atari, ihr letztes Ding war ja hier Alone in the Dark, dieses Koop-Ding, Illumination, was auch total schrecklich war. Man denkt bei Atari wirklich nur noch, lasst es doch einfach sein. Müsst ihr jetzt wirklich jede Marke, die ihr habt, noch mit Anlauf in den Boden rammen? Tja. Naja. Und deswegen haben sich dann halt die Entwickler von Planet Coaster gedacht, gut, wir machen es mal jetzt richtig. Also fast richtig. Sie haben nämlich dann ebenfalls ein Freizeitpark-Simulationsbauspiel rausgebracht und das ist 1000-mal besser als Rollercoaster. Es ist halt wirklich so, du kannst mit allen möglichen Dekokram und so weiter, kannst du deinen wirklich richtig eigenen individuellen Park richtig schön gestalten.
Du kannst da alles Mögliche reinbauen. Du hast alle möglichen Attraktionen, die du halt Stück für Stück erforschen musst, auch im Endlosspiel, damit du halt immer neue Attraktionen hast. Also es sieht auch alles richtig schön aus von der Technik her, es läuft auch alles ganz gut. Das einzige Manko, was sie gesagt haben, was halt nicht ganz so toll ist, ist halt das Wirtschaftssystem ist sehr runtergespeckt gewesen. Was aber jetzt schon wieder mit dem Winter-Update, was rausgekommen ist, wo man jetzt auch einen richtigen Winter-Freizeitpark, also Weihnachts-Freizeitpark sozusagen gestalten kann, haben das Wirtschaftssystem schon wieder verbessert. Aber nichtsdestotrotz war es am Anfang halt, dass es sehr, sehr einfach war, sehr, sehr abgespeckt und auch gar nicht so viel Statistik sich richtig angucken konnte, was jetzt, wie gesagt, jetzt mit dem letzten Update schon verbessert hat, aber immer noch nicht optimal ist. Ja. Aber trotzdem ist auf jeden Fall Planet Coaster die bessere Variante, wenn man halt wirklich so einen richtigen Vergnügungspark bauen möchte. Also da kann man sagen, die haben ein funktionierendes Spiel rausgebracht, genau, und verbessern es weiter. Genau. Roller Coaster World war ein komplett kaputtes Spiel, was auch nicht weiter verbessert wird. Genau. Also, wenn ihr unbedingt einen Freizeitpark bauen wollt, Planet Coaster ist die richtige Wahl dafür. Und dann hoffen wir jetzt, dass Prinzessin Leia jetzt in einem dieser Planet Coaster-Aktionen fährt. Das ist echt böse. Vor allem, ihr ging es ja eigentlich wieder besser. Das war nach dem ganzen Herzanfall und so weiter, ist ja eigentlich 2 Tage später, war ja schon wieder fast zu Hause nach dem Motto. Ja. Ja. Traurig, traurig. Bald kommt Star Wars Freizeitpark, dann kann man da so ein Denkmal bauen. Ja. Kann man ja ganz kurz als Anekdote erzählen. Gestern, also wer es nicht mitbekommen hat, Carrie Fisher, die Schauspielerin von Prinzessin Leia, ist verstorben im Alter von 60 Jahren. Und gestern haben sich in hier Star Wars Knights of the... Nee, nicht Knights, Star Wars The Old Republic, haben sich irgendwie tausende Leute vom Organa Palace getroffen und haben eine Gedenkfeier gemacht. Ja. Ja, ist schade. Ist sehr traurig, ja. Aber es muss trotzdem weitergehen. Und gerade von diesem nun. Ja, und man weiß es ja nicht. Wir wissen alle nicht, wie der Himmel aussieht. Vielleicht rennt man da auch durch die Gegend und knallt rein, weil sie Dämonen hat. Ich hätte vorher lesen sollen, welches Spiel danach kommt. Naja, nun, gut. Killing Floor 2. Bis wir am PC am 18. November stehen. Ja. Aus der Early Access Phase raus. Haben wir es nicht schon drüber geredet? Naja, ich glaube, es ist jetzt oft so, weil wir jetzt halt, weil der Release-Vorschau-Podcast nicht so weit zurückliegt. Ach so, deswegen. Dadurch. Kommst du deswegen so vor? Ja, Killing Floor 2 ist aus Early Access raus und auch für die PS4 halt erschienen. Ist ein Nachfolger vom Killing Floor und nimmt eigentlich genau dieselbe Formel wie schon im ersten Teil. Man nimmt einen beliebigen Charakter, gebe ihm alle möglichen Waffen und schnetzelt sich durch riesige ankommenden Wellen von Dämonen hindurch im Multiplayer. Ja. Bis man am Ende gegen einen Boss antreten muss. Nur jetzt halt nochmal alles sehr viel hübscher, sehr viel aufgepimpter. Sie haben sogar eine richtige eigene Engine gebaut, um halt jeden einzelnen Blutpartikel und Fleischpartikel, der durch die Gegend fliegen kann, richtig schön zu animieren. Man kann jetzt noch heftiger alles zerfetzen, in die Luft sprengen, zerfleischen und keine Ahnung was alles. Es sieht sehr, sehr cool aus, macht auch sehr viel Spaß. Ich spiele es gerne mit dem guten Macaron. Und ja, viel mehr ist da nicht zu erzählen. Du hast halt verschiedene Maps. Es wird immer noch daran gearbeitet, es kommen immer wieder neue Maps, es gibt Mod-Unterstützung dafür. Zumindest für den PC, ich weiß nicht, wie viel bei PS4 ist. Ja, und man schneidet sich halt durch die ganzen Dämonen durch, levelt ab, kriegt ein paar Passivfähigkeiten noch dazu. Es sind noch mehr Waffen hinzugekommen, noch mehr Klassen hinzugekommen. Ja, das ist Killing Floor. Stellst du dich durch riesige Horden an Dämonen und überlebe irgendwie. Ja. Macht Spaß. Ja, da wird den Dämonen ein schneller Tod gewährt. Anders ist es in Pokémon Sun and Moon. Da werden die eingefangen und in Tierkämpfen aufeinander gehetzt. Die Dämonen. Die Dämonen namens Pokémon. Ja, die sind Pocketmonster. Das sind Pocketmonster, ja, es sind Dämonen, stimmt. Ja. Von der Kirche auch verurteilt und so. Ja, kam am 18. November für den 3DS. Genau. Und ja, war einmal mehr ein herausragendes Pokémon-Spiel. Ja, ein Riesenerfolg. Eines, was sogar ein wenig mit der Tradition der Reihe bricht. Oh, nämlich ja. In dem Sinne, dass man jetzt nicht mehr die 8 Arenen abklappert und danach die Top 4 besiegt und dann ist man Pokémon-Meister. Genau. Sondern es ist diesmal so, es spielt halt erstmal auf Alola. Es hat sich diesmal Hawaii als Hintergrund sozusagen genommen. Und man ist halt ein Junge, der halt dahin zieht. So wie immer irgendwie bei den Pokémon-Spielen, man zieht immer gerade frisch um
Und jetzt ist halt so, dass man auf diesen wunderschönen Inseln, von der Grafik her haben sie wirklich so viel wie überhaupt nur möglich aus dem Nintendo 3DS rausgeholt. Und dann würde ich sagen, es sieht nochmal alles hübscher aus, nochmal alles sehr viel offener. Es wirkt wirklich wie eine richtig offene Welt, wo man wirklich langlaufen kann. Auch so im Hintergrund nach vorne und so. Alles nochmal besser 3D animiert, die Attacken nochmal schöner gemacht. Und die Neuerung ist halt wirklich, dass man jetzt halt Insel-Champion werden möchte. Dazu muss man die Inselprüfung bestehen. Ja. Das sind immer verschiedene Herausforderungen, die natürlich auch immer mit Pokémon und Kämpfen zu tun hat, aber auch kleine Rätselpassagen mit drin sind. Man muss auch reiten. Ist jetzt auch so, dass, was mir jetzt erst ein Kumpel vor kurzem erzählt, was ich selber gar nicht so richtig mitbekommen hatte, dass jetzt zum Beispiel die ganzen VMs gibt es nicht mehr so richtig. Ah. Vorher war es ja so, dass man immer diese nervigen VMs muss man immer seinem Pokémon beibringen, dadurch hat man einen Attackenslot sozusagen verbraucht, dass man diese VM nicht benutzen wollte eigentlich, um halt Bäume zu zerschneiden, Felsen zu zertrümmern, Felsen zu schieben, zu fliegen, zu surfen, Wasserfälle hochzukommen und so weiter. Die gibt es zwar noch als Techniken, die man seinem Pokémon beibringen kann, aber nicht mehr muss, denn jetzt ist es halt so, dass man nach und nach Pokémon-Service freischaltet. Zum Beispiel hat man halt ein Taurus, was man direkt geliefert bekommt, sozusagen. Also du springst einfach, also aktivierst es, springst auf das Taurus-Dorf und los geht's. Taurus ist zum Beispiel dafür da, um mit Ansturm die Felsen zu zertrümmern. Du hast einen Lapras, mit dem du halt surfen kannst. Du hast ein Tohaido, mit dem du ganz schnell durchs Wasser flitzen kannst und Wasserfälle hoch. Du hast ein, ich weiß gar nicht, was alles noch da war. Alle möglichen anderen Pokémon, ich weiß nicht mehr, wer es alles war, um halt Bäume zu zerschneiden, Fäden zu schieben und so weiter. Genau, Mashumai, das sieht so geil aus. Ein Mashumai, hat ja vier Arme. Es hat zwei Arme, mit denen es dich trägt und zwei andere Arme, mit denen es dann halt den Felsen verschiebt. Das ist dann Stärke sozusagen. Das ist halt cool. Dann ist halt so, eine bis jetzt die größte Pokémon-Story mal wirklich. Also wirklich eine richtig große zusammenhängende Geschichte. Wo auch wirklich dein Abenteuer richtig mit integriert wird. Es gibt zwar auch wieder eine böse Bande, mehrere böse Banden, die man bekämpfen muss. Heißen die auch so, böse Bande? Nein, es heißt jetzt Team Totenschädel sozusagen, Team Skull sind jetzt die Bösen. Und es gibt noch eine andere, den Namen habe ich jetzt allerdings vergessen, die sind allerdings eigentlich so eigentlich gut, aber haben halt mysteriöse Hintergründe. Ich fände böse Bande besser. Wir sind die böse Bande. Oh nein, die böse Bande. Die haben dann auch BB auf dem Shirt stehen, ne? Ja, jetzt genau. Jesse, James, nein. Nein, wir nicht. Naja, jedenfalls ist das vom Spielsystem natürlich an sich jetzt gar nicht mal so anders als vorher. Also auch, man klappert da ja trotzdem seine Arenen ab, genau. Und macht da die Sachen. Aber es fühlt sich halt dadurch schon frisch an. Dann gibt es ja noch diese Alola-Formen der alten Pokémon, genau. Teilweise, wo die dann ja andere Attacken haben, anders aussehen. Andere Elemente einfach haben. Ja. Also bestes Beispiel ist mal Vulpix, Vulnona sind ja eigentlich von der alten Generation Feuer-Pokémon. Auf Alola sind es auch immer Eis-Pokémon. Ja. Also jetzt ist also Eisfüchse, die haben sich halt den jeweiligen Umgebungen angepasst. Was eine sehr coole Idee irgendwie war. Also, sage ich mal, so einerseits coole Idee, andererseits muss man auch wieder sagen, fast Faulheit von Nintendo. Ja, schon mal. Aber egal. Und was man auch noch sagen muss, das ist ein Feature, was ein bisschen zwiegespalten aufgenommen wurde. Mhm. Es wird jetzt so gemacht, dass wenn du einem Pokémon einmal begegnet bist, quasi, dass dir danach bei deinen Attacken angezeigt wird, daneben, ob das sehr effektiv, normal oder nicht effektiv ist. Oder wirkungslos. Und da haben halt viele Fans so, Vercasualisierung. So, da denke ich mir sehr gut, aber ihr Hardcore-Fans wisst ja sowieso, was gegen was effektiv ist. Ja. Und für die jetzt das erste Mal seit 10 Jahren Pokémon spielen und denken, oh Gott, 50 neue Typen und 300 neue Pokémon. Ah! Mittlerweile, ich glaube, er hat gesagt, irgendwas mit 860 Pokémon gesucht. Für die ist das ganz gut. Aber da habe ich ja mitbekommen, das wurde ein bisschen zwiegespalten aufgenommen, weil viele gesagt haben, ja, aber das gehört doch dazu, die Pokémon kennenzulernen und so. Genau. Was ebenfalls zwiegespalten aufgenommen wurde, sind so ein bisschen die Ultra-Bestien. Die wurden ja als neue große Bedrohung in diesem Spiel dargestellt, dass irgendwie Pokémon-ähnliche Kreaturen sind aus einer anderen Dimension. Will jetzt ja nichts weiter von der Story weiter wegnehmen, aber es ist ein bisschen konfus da irgendwie geraten. Die man durchaus auch fangen kann und als normale Pokémon benutzen kann. Die sind dann sowas wie legendäre Pokémon, aber sie nennen sich Ultra-Bestien, die man mit Ultra-Bällen fangen muss. Genau. So richtig weiß man auch nicht, was man davon halten soll. Vor allem, ja, es gibt noch eins anderes, was auch noch mysteriös ist. Da muss man sehen, was sie daraus machen, noch mit Zukunft. Denn vielleicht, wenn auch, Pokémon Star noch rauskommt. Es gibt da eigentlich von jenen immer meistens noch eine dritte Edition. Und wie es noch weiter sich denn entwickelt.
Es kam, wie gesagt, es ist, grob kann man sagen, das sind eigentlich so die meisten Veränderungen. Was noch dazu kommt, es gibt jetzt auch Vierfachkämpfe, also sprich vier Spieler kämpfen in Free-for-All gegeneinander gleichzeitig. Ist auch noch ganz ulkig und die haben gesagt, neue Pokémon sind hinzugefügt worden. Und ja, was alles noch unter der Haube steckt, ist dann halt, muss man sich mal genau angucken. Also ja. Es gibt sehr, sehr viele kleine Änderungen, die aber halt doch einen sehr großen Impact einfach drauf haben. Aber es ist halt ansonsten das gute alte Pokémon, wird nie langweilig. Ja. Und ja, alleine dafür lohnt sich ein 3DS schon, der noch dazu dann noch eine sehr coole Spielebibliothek parat hat. Unter anderem Fire Emblem, Kingdom Hearts. Ja, ja, also einmal mehr hat da Zed Game Company nichts falsch gemacht mit das diesem stimmt. Spiel. Ja. Und nach Pokémon Go, was ja dann noch nach einigen Wochen sehr abgeflacht ist, der Hype, war das hier wieder ein gutes altes Pokémon. Ja. Ja, ein gutes altes Final Fantasy ist Final Fantasy 15 nicht so sehr, denn es unterscheidet sich schon stark von den ersten Ablegern der Reihe. Das muss ja aber auch so sein. Ich wäre ein bisschen bestürzt, wenn das Spiel immer noch funktionieren würde wie Final Fantasy 2 zum Beispiel. Oh, ganz weit zurück. ja, Final Fantasy 15 haben wir leider noch lange nicht so viel gespielt, wie wir gerne gewollt hätten. Wir sind nämlich knapp 3,5 Stunden drin. Sind wir jetzt drin, ja. Das liegt auch daran, weil wir noch mit einer guten Freundin von uns das zu dritt durchspielen. Da müssen wir halt immer erstmal einen Termin finden, um irgendwie zu dritt das zu zocken. Ja. Ja, aber man kann sagen, es war ja letztens ein Kumpel hier, der hat es dann auch nochmal angespielt. Der war weitaus weniger angetan als wir davon. Allerdings ist bei dem auch sehr viel mehr schief gegangen. Also da waren Bugs drin und Sachen haben nicht funktioniert, Dialoge wurden nicht getriggert. Da sind wir wieder bei diesem, dass man komplett unterschiedliche Spielerlebnisse mit demselben Spiel haben kann. Echt, das ist erstaunlich. Ja, jedenfalls ist das so, Final Fantasy 15 ist ein Spiel, das haben wir auch nach den ersten 3,5 Stunden schon gesagt, dem man seine Fehler in jeder Sekunde anmerkt. So, das ist so. Ja. Unter anderem das Kampfsystem ist halt durch die miserable Kameraführung. Es ist ja an sich schnell und spaßig, nur wenn du nicht siehst, dass du angegriffen wirst, dann kannst du diesem Angriff auch schwer ausweichen. Ja. Ja, und es ist halt, wie ja, alle wussten, es ist von der Grafik her deutlich runtergedreht, so. Es setzt voraus, dass man Anime und Film gesehen hat, und zwar wirklich krass. Also ich fand das so geil, wie dieses Spiel losgeht mit und so lag das Schicksal der Welt in den Händen des jungen Königs. Und wenn man den Film gesehen hat, weiß man total, ja, genau, weil man sofort so, ah ja, natürlich. Ja, also es ist wirklich so, der Film hört auf und genau da setzt das Spiel dann an. Ja. Und spielt dann teilweise auch noch parallel zum Film, aber sowas sollte nicht sein und wie man ja hört, hat es auch Probleme, einem die Story näher zu bringen. Selbst wenn man den Film gesehen hat und so, weiß man manchmal nicht, was gerade passiert. Aber trotzdem hat es uns zu jeder Sekunde auch Spaß gemacht, das Spiel. Ja. Denn es hat halt dieses, was einem kein anderes Spiel dieses Jahr geliefert hat. Dieses, wir sind jetzt 4 Dudes, wir gehen auf einen Roadtrip, wir jagen Monster. Und die unterhalten sich und das ist eine sehr einzigartige Welt, eine sehr schöne Welt, mit ja auch durchaus einer spannenden Story-Grundlage. Also es ist ganz komisch. Es ist auch so, diese 4 Helden sind an sich viel zu pseudo-cool, als dass man sie mögen könnte, aber sie haben halt genau den Grad gefunden, wo es irgendwie sympathisch ist. Ja, da vor allem auf die Gespräche, die sie miteinander führen, die auch manchmal, also einfach Dialoge, die einfach so getriggert werden, wo man so denkt so, ach geil, dass sie jetzt darauf eingehen. Einfach so aus dem Nichts. Gut, sie sind alle ziemliche Schlappschwänze, weil sie sind immer schon nach Kurzsprints komplett außer Puste und sagen so, oh, ich will nicht mehr laufen. Was schon sehr ulkig ist. Aber das Lustige war auch, wir alle drei haben gesagt, wir finden die 4 echt toll, aber jeder von uns fand einen scheiße. Ja. Also das war auch sehr ruhig. Ich zum Beispiel, da war ich selber total überrascht. Ich mochte so den kleinen, quirligen, lustigen der Gruppe, wo ich vorher dachte, oh Gott, das wird so ein Hope 2.0. Ich hasse ihn jetzt schon. Den finde ich am besten und unsere Freundin war mega genervt von dem. Ja. So. Und ja, es ist halt irgendwie, ja, es hat seine Fehler, aber irgendwas triggert, hat es gleich von Beginn an getriggert in uns. Ja. Ja, und es ist halt, wie gesagt, es ist ein komisches Spiel. Also man merkt halt auch, zum Beispiel der Kumpel, der hier war, der hat einfach mal gesagt, ich ignoriere die Hauptstory jetzt mal, ist einfach mal in die Richtung gelaufen, wo wir mit dem Auto dann hingefahren sind, ohne Auto. Und was da aber auch wieder cool ist, zum Beispiel, wenn man die Nacht durchrennt, dann fangen die halt auch an, oh, ich werde müde und man kann kürzer rennen und so weiter und so fort.
Aber da fiel halt auch auf, dass diese Welt halt mega leer ist. So, dass da einfach auch in den Städten, wenn da gerade keine Story getriggert wird, dann bist du halt da und denkst, ja. Und jetzt? Und ja, auch die Monsterjagd. Ich habe mich so gefreut, dass Monsterjagden wieder da sind. Aber du kannst halt immer nur einen Auftrag auf einmal annehmen. Dann musst du den machen, dann musst du wieder zurückgehen. Und ja, also da sind jede Menge Fehler, aber dann ist da diese wahnsinnig tolle Musik. Und dann ist da diese funktionierende Dynamik in der Gruppe von den Charakteren. Und dann ist da eben auch dieses klassische Final Fantasy Design. Also ich persönlich finde das Art Design sehr schön. Die Cutscenes sehen Phänomenal aus. sensationell aus. Also haben sie wieder alles aus der PlayStation Ja. 4 rausgeholt. Ja, es ist halt wirklich so, ich glaube, das ist wirklich so ein Love it or hate it Ding. Ja. Entweder du sagst, ja, ich sehe die Fehler, aber es macht mir trotzdem Spaß, oder du sagst, nee, das sind mir zu viele Fehler, ich kann da nicht Ja. drüber hinwegsehen. Was ich übrigens festgestellt habe, ich weiß jetzt, was die sicher sind. Was denn? Wenn du nachts durch die Gegend läufst, wir sind offenbar konstant an ihm vorbeigelaufen, dann tauchen manchmal aus dem Boden, taucht einfach so ein Level 30 Golem auf und um ihn rum Level 15 Bomber. Ja, das war lustig. Ja, aber also wirklich bisher mein größter Kritikpunkt ist wirklich die Kamera in den Kämpfen. Weil Ja. es teilweise wirklich so ist, dass du keine Ahnung hast, was gerade passiert. Du siehst nur, du wirst irgendwie durch die Gegend geworfen und hoffst einfach nur, dass dieser Konterbutton auftaucht, damit du da wieder rauskommst irgendwie. Ja. Vor allem Sträuchern hält sich diese Kamera gerne mal fest Ja, und man oder kann auch nichts in bewegen. Innenräumen, wo sie dann auf die Idee kommen, hey, ein kleiner Raum, lass uns da 10 Gegner reinstecken. Und die Kamera nur noch. Vor allem selbst die Kamera, obwohl man einen anvisiert hat, die Kamera verfolgt einen Anvisierten nicht. Ja. Man kann ihn nicht angucken. Man muss immer selber die Kamera neu ausrichten, damit man irgendwie einen Gegner sieht und angreifen kann. Ja. Aber es sind halt, das Spiel hat aber dafür wirklich so viele nette Kleinigkeiten. Zum Beispiel, es waren ja auch unsere Freunde total doof. Wir haben uns da beide voll drüber gefreut. Zum Beispiel macht Promptu halt, wenn man durch die Gegend läuft, macht er halt Fotos von der Gruppe. Ja. Dann kann man halt aussuchen, welche man behalten möchte fürs Album und so weiter. Das ist ganz cool. Und dann eben auch, dass du dann eben, ich mag ja sowas immer, dass du dann verschiedene Farben und Lacke für dein Auto freischalten Naja. kannst und so weiter und so fort. Ja, also es Was auch sind. cool ist, man kann sämtliche alten Soundtracks anscheinend von alten Ja. Final Fantasy Teilen sich für sehr wenig Geld einfach ja, kaufen Ja. und kann es im Autoradio halt hören. Dann gibt es dann halt die ganzen Songs aus Teil 8, Teil 10, Teil 3, Teil 4. Und irgendwann hat man wahrscheinlich einfach sämtliche Final Fantasy Teile Musik und dann kann man sich sämtliche Musik anhören, die jemals irgendwie von Final Fantasy komponiert wurde. Ja. Was sehr, sehr cool ist. Ist aber wie gesagt auch gar nicht so nötig, weil die Musik, die für 15 geschrieben wurde, auch sehr, sehr Ja, gut die ist ist. auch sehr, sehr gut. Ja, Ja. also wie gesagt, hätten wir es jetzt schon 10, 20 Stunden gespielt, könnten wir wahrscheinlich eine genauere Einschätzung geben. So ist es wirklich, es ist schon ein komisches Spiel, aber es gefällt uns. Ja. Wir werden Übrigens, die sehen. deutsche Synchro ist schrecklich. Wer da behauptet hat, die sei gut, hat keine Ahnung. Die Stimmen passen allesamt nicht zu dem, der spricht. Das haben wir hier mal eingestellt. War das schlimm? Okay. Die Englische ist ganz gut. Ja. Japanisch wahrscheinlich auch. Die Französische ist auch ganz gut. Was? Wie hast du Französisch ausprobiert? Ja, weil Französisch lustig ist. Achso. Es ist übrigens tatsächlich so, dass die Englische ist die am schlechtesten abgemischte Fassung, weil da sprechen die alle sehr leise und so. Mein Kumpel hat nämlich das vorher gesagt, er kriegt ganz oft überhaupt nicht mit, was die gerade sagen, weil das so wie im Hintergrund ist. Ja. Das ist halt auch sehr leise. Und die Deutsche, Französische und Japanische, da sprechen die richtig laut. Und in der Englischen. So, das ist irgendwie ein bisschen Ich bin immer komisch. so für die Japanische zu nutzen und deutsche Untertitel nicht. Nein. Warum nicht? Mano. Egal. Jedenfalls, wir werden sehen, wie viel Spaß wir noch weiterhin mit diesem Spiel haben werden und ob wir es irgendwann mal in 2 Jahren Ja, durch ich haben. vergebe allerdings, da widersprichst du mir ein Ja, da bisschen, widerspreche aber ich. ich vergebe den Preis für das schlechteste Artwork auf einem Steelbook, vergebe ich an Final Fantasy 15 dieses Jahr. Haben wir schon mal einen Graum Hoch Award geklärt. Das wirkt halt wirklich wie so, ja, wir hatten hier so einen Künstler, der hat was gemalt, klatschen wir mal drauf. Das war komisch. Ich Ich finde mag immer, es nicht. das sieht eigentlich sehr, sehr cool aus. Es ist schöne Kunst. Und wer weiß, ob es nicht doch noch mehr mit dem Spiel zu tun hat. Ich meine, wir Ja. wissen es ja noch Also nicht. unsere Theorie jetzt anhand dieses Artbooks ist, da werden Aliens einfallen in diesem Spiel. Ja, Aliens oder Es sieht Dämonen. halt wirklich aus so, hier, Cthulhu ist Ja, weg. wenn man sich das so, den unteren Ritter da so anguckt. Naja, wir Nun werden sehen, ja. was da noch kommt. Also wieder, vielleicht am Ende sagen wir, oh, das Gemälde war richtig gut, das hat mich die gesamte Story Ich finde es erzählt. trotzdem hässlich, aber Naja, ist schön. gut. Egal. Hässlich ist auch das nächste Spiel, Ja, das muss man leider nämlich sagen. Star Trek Bitch Crew. Bitch Crew? Ja, das wäre ein Spiel, wo ich sofort interessierter wäre. Nein, Star Trek Bridge Crew natürlich.
für Oculus Rift, Vive, PSVR am 29. November. Komischerweise wird es auch immer noch für Listen für 2017 gelistet. Ich habe keine Ahnung, was genau da los ist. Vielleicht ist es schon ein Hinweis für das, was bei Xbox rauskommt. Who knows? Ja, Star Trek Bridge Crew. Ist ein Spiel, was ich sehr gefeiert habe, als es angekündigt wurde. Und ich habe leider jetzt überhaupt nicht mitbekommen, wie gut es wirklich angekommen ist. Hast du noch eine Ahnung? Nö. Gut. Keine Ahnung, wie es wirklich angekommen ist. Ich finde die Idee immer noch sehr, sehr lustig und cool. Man setzt sich halt seine VR-Brille auf und dann erstmal mit anderen Leuten zusammen auf der Brücke der eines der Star Trek-Schiffe. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich die Enterprise natürlich sein. Und muss dann halt wirklich so, dass jeder hat dann eine Konsole, die er halt bedienen muss. Also einer ist dann der Wissenschaftsoffizier, der andere ist der Sicherheitschef, der andere ist der Captain, einer ist am Steuer. Und so mussten halt alle gemeinsam kommunizieren und auch halt sich wirklich so auf der Brücke sehen, um mal abzusprechen, wie sie jetzt gerade die Situation meistern. Dann müssen sie halt dann irgendwelche anderen Raumschiffe kämpfen müssen, irgendwelche Planeten erkunden und sonst irgendwas. Alles sehr, sehr cool und ich erhoffe mir davon, dass das jetzt noch schön weiterentwickelt wird und irgendwann ein richtig cooles Star Trek-Spiel in VR rauskommt. Ja. Ja, das kam von Ubisoft. Ja. Genau wie das erste Spiel im Dezember, nämlich Steep. Steep! Für Xbox One, PS4 und PC am 2. Dezember. Das war ja das One More Thing auf der letzten E3 von Ubisoft. Ja. Und zwar ist das ein Wintersport-Open-World-Spiel. Mit dem wohl schönsten Schnee, den es bisher zu sehen gibt in Videospielen. Das stimmt, ja. Und du kannst halt, was gab es da? Snowboarden, Paragliden, Ski, Wingsuit und Ski. Genau. Das sind die vier Sportarten. Und Wandern natürlich. Ja, und da kann man dann eben verschiedene Challenges lösen in dieser Welt. Und das macht wohl auch so für ein paar Stunden sehr viel Spaß. Das Ding ist halt so ein bisschen, das hat halt keine Story so an sich und du gehst halt von Challenge zu Challenge und machst immer dasselbe. Und dann gibt es halt die sehr nervenaufreibenden Wingsuit-Dinger, wo du durch die Bäume durchfliegen musst. Dann gibt es aber halt auch sowas wie Paragliden, wo du dann so... So. Und da war halt so in den Tests so allgemein die Meinung, netter Versuch, coole Sache, aber... Es macht halt nicht auf Dauer Spaß, was wohl auch dran liegt, was ein bisschen problematisch ist, dass für ein Wintersportspiel, das beim Snowboarden und so, dass die Tricksteuerung sehr grob schlechtig und sehr schlecht ausgefallen sein soll. Ja, und wenn du Snowboard fährst, wenn du dann da die Tricks nicht richtig machen kannst und es einfach nicht cool wirkt, dann ist das halt so ein bisschen doof. Der einzige Versuch von Story, den sie so ein bisschen hatten, waren die sogenannten Berggeschichten. Und da spricht der Berg selbst zu einem. Ja. Und dann machst du da halt so Sachen, dass du einen mysteriös leuchtenden Baum untersuchst und so. Das ist ein bisschen cheesy, aber auch ganz nett. Aber eben auch nicht mehr als ganz nett. So. Ja. Also das Fazit zu diesem Spiel war so insgesamt ganz nett. Ganz nett. Und ganz nett ist auch das nächste Spiel. Super Mario Maker für Nintendo 3DS. Ja. Erschien am selben Tag. Viel über den Super Mario Maker muss man jetzt eigentlich nicht mehr reden. Kam schon letztes Jahr, oder Anfang des Jahres? Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr. Für die Wii U raus. Und Nintendo hat einfach gesagt, komm zum Jubiläum für Mario. Warum sollen wir uns selber irgendwas ausdenken? Spieler, hier habt das. Denkt euch selber eure Level aus und versucht die zu meistern. Wurde ja aber sehr gut aufgenommen. Das wurde sehr gut aufgenommen, das stimmt. War ein sehr cooler Editor. Das Ding an der 3DS-Version ist jetzt so ein bisschen, die bietet natürlich so grundsätzlich alles, was die Wii U-Version auch bietet, nur eingeschränkte Online-Funktionen. Das heißt, man kann alles, was an Karten und so die Spieler erstellt haben, schon da war, kann man runterladen. Man kann aber weder neue reinstellen, noch sich neue runterladen. Das heißt, du hast den Maker in der Version, wie er jetzt ist. No. Und dann fällt danach aber dieser Aspekt des immer neue Levels entdecken und so fällt halt völlig weg. Und wie man diese Entscheidung treffen konnte, ist wieder so ein Ding. Da sitze ich halt wieder da und denke, why? Nintendo. Wer ist da bitte wirklich am richtigen Hebel und macht diese Entscheidungen? Also ihr müsst da irgendwer haben, der von Sega anscheinend dabei ist, der ich nochmal aus Rache irgendwie trollen will oder so. Keine Ahnung. Ja. Es gibt schon eine Möglichkeit, wie man neue Level und Karten kommt. Und zwar, indem man sich mit Leuten trifft und deren Karten downloadet und zum Beispiel seine eigenen Karten denen gibt. Ja. So kriegst du neue Karten. Ja, also man hat halt wirklich, das ist auch das Einzige, was ich bei der Switch noch skeptisch macht irgendwie. Nintendo hat offenbar immer noch diesen Gedanken, online ist gar nicht so wichtig, die Leute
besitzen ja alle ein 3DS, die gehen zueinander und wir bauen eine echte Community, die miteinander interagiert. Und dann denkt man so, nein, Nintendo, die wenigsten Leute, die mit einem 3DS in der Bahn sitzen und einen anderen mit einem 3DS sehen, gehen hin und sagen, hey, kann ich mir deine Mario-Level holen? Jetzt sitzen, lass mich in Ruhe! Ja, die Kriminalität ist dank Nintendo weiter gestiegen. Ist immer noch ein schöner Editor, aber wenn ihr eine Wii U habt, dann greift zu dieser Version. Oder wartet auf die Switch, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dafür auch noch Super Mario Maker erscheinen wird. Würde mich wundern, wenn dafür nicht der Maker erscheint. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht mit den neuen Grafikeinstellungen fürs nächste Mario schon. Ja. Who knows. Man kann ja auch Winterlevel machen im Super Mario Maker. Ein großes, spaßiges Winterlevel, dadurch, dass es zu Weihnachten spielt, ist wohl auch Dead Rising 4. Tote Auferstehen 4. Für Xbox One und PC? Gar nicht für PS4? Nee, das ist eine Microsoft-Marke. Oh, hab ich einen mitbekommen. Für Xbox One und für den PC am 6. Dezember erschienen, also jetzt vor kurzem. Und ja, ist der vierte Teil dieser ganzen Tote Auferstehen-Reihe. Ja, das Lustige ist halt wirklich bei dieser Dead Rising-Reihe, dass halt am Anfang war noch richtig Story irgendwie komplottmäßig und dass man wirklich einen Charakter spielt, wo noch wirklich der Ernst der Lage der ganzen Zombies noch vorhanden war. Das ist in diesem Teil endgültig komplett zunichte gemacht. Mittlerweile geht es eigentlich wirklich nur noch darum, dass man denselben Charakter aus den alten Teilen spielt, einen Reporter, der in denselben Ort wie er ist, wo schon der erste Ausbruch damals in den ersten Teilen war. Jetzt ist er im vierten Teil wieder in derselben Stadt und da ist wieder ein Ausbruch, wo er wieder alles aufdecken möchte. Nur ist er mittlerweile ein kompletter Psychopath geworden, denn das ist eines der neuesten großen Features ist nämlich, dass man Selfies macht und man kriegt dafür mehr Punkte, indem man halt Selfies macht, wenn man zum Beispiel einen riesigen Haufen Zombies gerade niedergestellt hat, der hinter einem in einer riesigen Blutlache irgendwie rumliegt. Ja. Ansonsten macht Dead Rising halt das, was schon der dritte Teil auch gemacht hat. Ein riesiges Arsenal an verrückten Waffen, die man sich selber zusammenbauen kann, auch verrückten Rüstungen und allen möglichen. Kein Zeitlimit mehr, damit man das auch mal ausleben kann. Genau, und so geht man dann halt dort in der Stadt herum und stetzelt einfach alles nieder, was tot ist. Ja, fährt mit Traktoren, mit Kettensägen an der Seite dadurch. Ja, und schießt Teddys aus Kanonen und so weiter und so fort. Also alles. Irgendwann hat man einen super Mech-Anzug, mit dem man auch noch rumkämpfen kann. Ja. Mhm. Also mehr Wahnsinn, mehr Zombies, mehr Stadt. Und das alles zu Weihnachten. Ja. Ist doch schön. Ja. Mehr Wahnsinn und weniger Zombies gibt es im nächsten Spiel, wo alles etwas schöner und ruhiger ist. Ja. Nicht bei einem der am längsten ersehnten Titel aller Zeiten, The Last Guardian, am 6. Dezember für die PS4, nach über 10 Jahren Entwicklungszeit endlich erschienen. Ja. Ja, genau wie Final Fantasy 15. Ja. Last Guardian war tatsächlich sogar ein bisschen kürzer nur angekündigt als Final Fantasy 15, was ja noch 13 Versus damals war. Das war ein Spiel, auf das ich offen gesagt gar nicht mehr so Hype hatte, weil es halt wirklich so war, durch die ganzen Erstverschiebungen, dann war es völlig weg, dann war es wieder da und dann war es so, ja, schön, dass es jetzt kommt, gucke ich mir mal an oder gucken wir uns an, wird schon ein besonderes Spiel sein, aber das wird uns jetzt nicht mehr überraschen können, so. Es ist halt, ist halt zu spät, aber es hat uns dann doch noch ganz schön überrascht auf ziemlich vielen Ebenen, nämlich vor allem durch sein Fabelwesen Turico, wie er eigentlich heißt. Weil da einfach mal die das beste Tier der Videospielgeschichte erschaffen haben. Ja. Weil, der ganze Fokus dieses Spiels darauf liegt, auf dieser Beziehung zwischen dem Kind, das man spielt, und Turico, der sich halt total authentisch verhält die ganze Zeit. Ja. Also einmal muss man sagen, das Spiel sieht von der Technik her jetzt nicht so super aus, aber wie dieses Tier designt ist, dass wenn der Angst bekommt oder irgendwie wütend wird, dass sich dann die Federn aufstellen und dann fällt von jeder Feder der Schatten realistisch auf die Feder darunter. Wenn es sich durchs Wasser rollt, dann fangen die an zu glänzen und zwar auch nur da, wo er das Wasser berührt hat und so. Also die gesamte Technikleistung ist in dieses Tier geflossen. Und man wacht am Anfang des Spiels halt auf als dieser kleine Junge und ist dort gefangen mit diesem angeblich menschenfressenden Tier.
und beginnt dann nun sich anzufreunden damit, denn das Tier ist schwer verletzt und man Genau. hilft ihm, da rauszukommen. Und so beginnen die beiden nun eine Reise durch diese Welt, durch die sie nur gemeinsam können. Und ja, es ist halt, dieses Tier ist halt einfach Wahnsinn, wie er dann, wenn er irgendwas, also allein schon, dass sich die Augenfarbe ändert, je nachdem, ob er gerade sauer ist, ob er neugierig ist, ob er Hunger Hunger hat. hat, so, Der hat und sehr ja, oft wie Hunger. der sich dann so, der ist halt einfach fantastisch programmiert, wenn man so durch enge Gänge geht, dass der dann durch den Kopf runternimmt und so Ja. ganz vorsichtig da durchläuft, dass wenn man sich zu weit von dem entfernt, dass der dann so ein Heulen ausstößt, weil er nicht weiß, wo er ist, dann fängt er an, durch die Gegend zu laufen und nach einem zu suchen. Ja. Dann ist er halt auch mal stur und ein Tier und macht nicht immer sofort das, was man von ihm möchte. Auch wenn man ihm sagt, hier, du musst doch nur da hochspringen, so, dann guckt er halt erstmal, ob er das auch schafft und so. Und also wirklich, dieses Tier ist eine absolute Meisterleistung, vor allem, weil es halt auch lernt. Das fand ich so beeindruckend. Es gab so eine Szene, da sind wir irgendwo lang geklettert und sind dann runtergefallen. Das ist übrigens ganz witzig, egal aus welcher Höhe man fällt, man bricht sich kurz das Bein, ist 10 Sekunden kaputt und dann läuft man weiter. Und dann fing Turiko an, sich an die Wand zu stellen, damit man schneller wieder hochkommt an diese Ja. Stelle und so. Und das ist halt wirklich ganz, ganz toll. Und alles, was mit diesem Tier zu tun hat, ist wirklich Videospielmagie für mich. Ja. Und allein dafür lohnt es sich schon total. Und nach etwas Nachdenken lässt es mich auch über die Schwächen des Spiels hinwegsehen, die allerdings sehr spürbar da sind. Ja. Also man merkt wirklich, dass es ein Spiel ist, was eigentlich vor, ich glaube, 2011 hätte es kommen sollen, was eigentlich vor 5 Jahren hätte rauskommen sollen. So, und dass halt alle Leistung da reingeflossen ist, dieses Spiel überhaupt machbar zu kriegen und nicht so sehr in die Steuerung und Kameraführung und so weiter. Ja, und vor allem auch, was das ganze, die ganze Umgebung angeht und dann auch die Rätsel, die man irgendwie machen muss, die manchmal so dämlich sind, wenn man denkt, so, das ist nicht euer Ernst. Es gibt also, das Beispiel dafür ist halt, es gibt irgendwann ein kleines Wasserrätsel, wo man in einen, ja, irgendwo runterfällt, dann ist man da in diesem Wasserbecken irgendwie gefangen und jetzt muss halt Turiko einem irgendwie helfen, da rauszukommen. Das Ding ist halt, da gibt es ein großes Loch, wo Turiko bereits so die ganze Zeit kratzt und so. Dann denkt man halt, okay, ich muss mit einer Kiste jetzt dort ins Wasser gehen, auf die Kiste raufklettern und dann kann der Toriko theoretisch seinen Schweif zum Beispiel runterlassen, dann kann man sich daran festhalten. Idee gut, Umsetzung doof, denn man muss dann erst zu einer ganz bestimmten Stelle hinkommen. Die auch nicht irgendwie ersichtlich ist. Also da ist einfach Decke drüber. Also es ist Ja. auch nicht logisch, dass man das dahin ziehen würde. Und dann, dass da Toriko einfach nur, weil er da langläuft, auf einmal dann das Brett runterfällt, also durchbricht. Und dann zufällig sein Schweif, wenn er an der eigentlichen Lochstelle ist, runterfällt, damit man sich dann da festhalten kann. Das ist halt so, wo man denkt so, wie soll man, also ohne jetzt die ganze Zeit dauerhaft rumzuprobieren, wie blöde, kommst du da eigentlich nicht drauf? Naja, und dann ist halt wirklich, also die Kameraführung ist teilweise wirklich schrecklich, dass man wirklich überhaupt keinen Überblick hat darüber, was hier gerade passiert. Und ja, auch von der Steuerung her, es gab halt wirklich Momente, da bist du zuerst und ich danach halb verzweifelt, wo es dann so Momente gibt, da muss man irgendwie so einen Turm runterklettern, dann dreht sich A die Kamera andauernd in andere Positionen, sodass man andauernd irgendwo anders lang klettert. Ja. Und dann muss man halt so einen Turm runterklettern und auf so ein dickes Seil. Und dann lässt man los und anstatt auf dem Seil zu landen, weil man 1 Zentimeter zu weit rechts war, fällt man durch das Seil hindurch und landet am Boden. Und so, also es ist halt wirklich, manchmal ist dieses Spiel wirklich frustrierend, hakelig und Ja. stressig. Und es hat uns, wir haben dann auch wirklich bei der letzten Aufnahmesession irgendwann gesagt, okay, wir spielen es jetzt nicht mehr durch, wir hören jetzt erstmal auf und spielen beim nächsten Mal nochmal mit frischem Kopf, weil es wirklich frustig wurde. Ja, wir waren halt wirklich so frustriert, dass wir hatten keinen Bock mehr. Also schon noch Bock irgendwie. Wir haben beide gesagt, okay, wenn wir jetzt weitermachen, wir würden dieses Spiel nur noch scheiße reden und nur noch schlecht reden. Weil wir einfach nicht mehr nur rein objektiv oder so arbeiten konnten. Wir haben die ganze Zeit nur diesen Gedanken gehabt, wie scheiße gerade das alles nur funktioniert. Ja, und es hätte es nicht verdient, denn wie gesagt, Turiko ist großartig, diese Dynamik zwischen ihm und dem kleinen Jungen funktioniert Genau. wunderbar. Die Welt ist wahnsinnig faszinierend und Ja. schön aufgebaut. Das Leveldesign ist super, weil man ja immer bedenken muss, diese ganzen Level, die ganze Welt muss für den kleinen Jungen und für das große Vogelwesen funktionieren. Also ja, wirklich, fast alle Aspekte an diesem Spiel sind super, nur die Steuerung und Rätsellogik verleitet einem das manchmal. Ja, also diese Szene werde ich nie vergessen, wie du von seinem Rücken runterspringst und er wirklich so
da ist das, wo er raufspringen soll, der fliegt einfach gerade vordurch, ohne sich festzuhalten. Und wie ich danach einfach nur in einem minutenlangen Lachflash ausgebrochen bin und du saßt da. Also es war wirklich so, man merkte immer, der am Pad war, der war immer sofort getriggert, sobald irgendwas schief ging. Und der daneben saß da und war so, ja, ist doch alles ganz entspannt hier. Dann so. Später vor allem, dann warst du wieder dran. Ja. Dann war, weil, ich weiß gar nicht, welche Szene da ein war. Fass. Ich musste ein Fass über mehrere Ebenen hinweg werfen. Ja. Und da passierten dann so Sachen, wie dass das Fass in eine Kuhle rutschte und wo es eigentlich hätte liegen bleiben sollen. Aber stattdessen rollte es den Weg wieder nach oben und wieder nach unten, sodass ich von vorne anfangen musste. Da wurde ich erst ganz still und irgendwann, als dieses Fass dann wieder anfing loszurollen, saß ich wirklich nur und plötzlich noch, greif das! So, und war so völlig geladen. Und ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Ja. Ja, und das ist das einzige Problem dieses Spiels, aber wie gesagt, allein für das, was es an Herz und ja, Momenten liefert, ist es das Spiel auf jeden Fall wert, wie ich finde. Ja. Fumito Ueda ist ein sehr lustiger Troll, wie ich finde, der Entwickler. Es gibt nämlich die Trophäe, die im Moment 0,0% der Spieler erreicht haben. Und diese Trophäe ist bei einem Spiel, auf das wir jetzt 10 Jahre gewartet haben, ist Warten. Du musst in jeder Sequenz des Spiels, musst du da stehen bleiben, meditieren. Also man kann wohl mit L3 irgendwie den zu meditieren bringen. Okay. Und musst warten, bis der Erzähler sagt, ja, und dann bin ich weitergegangen. So. Und das musst du in jeder einzelnen Szene machen. Was? Und das ist halt wirklich so geil, dass er in einem Spiel, auf das so lange gewartet werden musste, sagt, oh, ich baue jetzt mal eine Trophäe ein, wo man in jeder einzelnen Szene warten muss. Und das teilweise wirklich lange. Bis der Erzähler sagt, ja, und dann haben Toriko und ich Folgendes gemacht. So. Was bei uns manchmal passiert ist, weil wir doof waren. Ja. Aber das musst du dann halt in jeder Szene machen. Das fand ich sehr lustig. Das ist ja geil. Das hat jetzt noch keiner geschafft. Nee. Also, weiß nicht, ich habe jetzt ja nicht mehr reingeguckt, das letzte Mal gespielt. Aber zum Stand dieses Zeitpunkts hat es noch keiner geschafft. Wow, okay. Ja, das war fast schon so ein Kojima-Troll-Move. Ja. Schön. Ja, und dann sind wir beim letzten Spiel dieses Podcasts angekommen. Ja. Und das letzte Spiel, es gab schon noch welche, die danach erschienen ja. sind. Aber die haben jetzt in diese Reihe... Ach, The Walking Dead müssen wir gleich noch kurz... Stimmt, Walking Dead. Jedenfalls, Yakuza 6 ist für PS4 erschienen, am 8. Dezember. Ja, ist der nächste Teil der Yakuza-Reihe? Ja. Ja, eine Reihe, von der es genauso verwunderlich ist, dass die es im Westen schafft ja. immer wieder. Denn, die ist ja, mega abgedreht auch. Ist eine mega abgedrehte Reihe, die halt immer total die ernste und wirklich tief japanische Story über die Yakuza erzählt, wo dann eine halbe Stunde in der Sequenz geweint wird und so. Und gleichzeitig hat es halt die abstrusesten Quests, wo du dann irgendwie eine Unterhosensammlung anlegen musst und verteidigen und so weiter und so fort. Also dieses Spiel ist Japan. So. Und es ist schön, dass die auch immer schneller in den Westen kommen. Aber viel dazu zu sagen habe ich nicht. Mehr zu sagen habe ich aber hingegen zu The Walking Dead. In New Frontier ist jetzt ja nicht mehr Season 3, ist in New Frontier. Okay. Aber eigentlich ist Season 3. Ja, Season 3. Und zwar Episode 1 und 2 sind am selben Tag erschienen. Weil die so groß war, die erste Episode, dass sie in zwei teilen mussten. Für die erste Episode habe ich eine Stunde 20 gebraucht, für die zweite eine Stunde 10. ja, also zusammen geht das Ding 2,5 Stunden. Wow. Das war zu Walking Dead Season 1 Zeiten nicht mal durchschnittliche Folgenlänge. Ja. Aber gut, das kennen wir von Telltale ja mittlerweile schon. Ich hatte dann noch ein wenig Ärger mit dem Spiel, weil ich nämlich die zweite Episode dank des Sony Shops nicht runterladen konnte. Und weil ich habe ja das Projekt gestartet mit der Community, dass wir Season 1 und Season 2 nochmal durchgespielt haben. Und die Community die Entscheidung getroffen hat, dann wollte ich das importieren und das ging nicht, weil Telltale, eine Firma, die das seit über 10 Jahren macht, einem nur zulässt, dass man den ersten Speicherstand importiert. Und das, was ich gespielt habe in der Community, war auf dem zweiten gespeichert. Den konnte man nicht importieren. Ich habe dann sogar meinen Speicherstand, mein erstes Erlebnis mit The Walking Dead, habe ich gelöscht. Damit ich dachte, okay, dann ist ja nur noch ein Speicherstand da, das wird er dann ja wohl erkennen. Nö, da war einfach hat er nicht, da. War nicht mehr. Man kann dann halt die Entscheidungen aus diesen 1 und 2 nacherleben und merkt da nochmal,
wie irrelevant das eigentlich ist, bis auf wirklich eine große Entscheidung, ja. Legst du halt wirklich mehr fest, wie Clementine denn so ist. Genau. Und das habe ich bisher im Spiel auch überhaupt nicht gemerkt, dass meine Entscheidung da... Stimmt, war es nicht irgendwie so, dass bei dir... Also meine Entscheidung war, meine Clementine ist für das Allgemeinwohl. Ja, genau. So, und es opfert sich für andere auf und ist liebenswürdig und so. Und die Clementine im Spiel ist dann so, alle sterben, du musst auf dich selber achten, erschieß sie alle. Und ich so... Für das Allgemeinwohl. Wenn man alle Zombies erschießt, das kann ich... Na, okay. Aber... Über die ersten zwei Episoden an sich habe ich nur Gutes zu berichten, denn Telltale hat nach Batman wirklich wieder einen deutlichen Sprung gemacht und ich würde tatsächlich nach der zweiten Episode besonders sagen, tatsächlich sogar für mich einen Sprung hin zu Walking Dead Season 1 Qualität wieder. Also da war ich wirklich jetzt wieder sehr investiert drin und mein Herz hat die ganze Zeit gerast und es war wirklich nonstop Adrenalin in der zweiten Episode. Ich finde, sie bauen eine sehr schöne neue Heldengruppe auf, denn man spielt tatsächlich nicht Clementine, sondern man spielt Javier Garcia und seine Familie. Und da war ich ja erst sehr stinkig drüber, aber es hat für mich wirklich innerhalb von kürzester Zeit fantastisch funktioniert. Und das ist ganz witzig, ist nämlich eine lustige Parallele, weil ich nämlich bei Walking Dead Season 2, als es hieß, man spielt Clementine, war ich so, was ist das denn für eine bescheuerte Idee, das funktioniert doch niemals, das ist doch ein Kind, das kann doch gar nicht funktionieren. Fand es super, war nach 10 Minuten vor, yeah, Clementine! Und jetzt war so bei Season 3, ihr spielt nicht mehr Clementine. Ich so, was? Ihr Wichser wollt die umbringen? Nein! So, und jetzt, ja, dann ging es los und es hat für mich total gut funktioniert, weil sie sich auch ein bisschen Zeit lassen, bis sie auftaucht, sodass man sich auf die neuen Leute einstellen kann. Und sie einen halt wirklich sehr damit konfrontieren, was aus Clementine geworden ist durch die Ereignisse der ersten zwei Seasons und wie du jetzt als neuer Charakter damit umgehst. Ja. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und ja, die Charaktere sind super geschrieben. Technik hat bisher keine Probleme gemacht bei mir. Also es läuft die ganze Zeit flüssig. Es sieht auch ganz ordentlich aus, das Spiel. Es hat wirklich eine spannende Weiterentwicklung dieser ganzen Reihe. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder ist wie in den Telltale-Abenteuern vorher, dass ich die ersten zwei Episoden super finde und es dann abflacht, sondern ich hoffe halt wirklich, dass man die Qualität hier aufrecht erhält. Bin aber guter Dinge, weil ich schon glaube, dass Walking Dead wirklich ihr Hauptaugenmerk hat, immer. Ja. Aber bisher bin ich sehr zufrieden und kann das nur empfehlen. Sehr schön. Ja, damit sind wir dann eigentlich durch. Wir haben das vierte Quartal geschafft. Und wir sind ja gerade mal bei 2 Stunden und 20 Minuten. Kürzer als das dritte Quartal. Na Mensch, ist doch schön, ne? Müssen nicht ganz so lange uns zuhören. Oh hey, gerade die gute Mania hat sich gewünscht, dass wir die Spiele nicht nur so kurz abklappern, sondern dass wir da wirklich auch ausführlich drüber sprechen. Haben wir getan. Das hast du nun davon. Hör dir es an. Ja, das war eigentlich das Spielejahr 2016. Ja, jetzt bekommt ihr am Samstag, an Silvester, dann noch unsere Graumel Hoch Awards, ja, in der wir die besten Spielemomente, die besten Stories, die besten Charaktere, die besten Spiele und so weiter küren. Da werden wir uns jetzt gleich nach dem Podcast hinsetzen und quasi unsere Nominierten für jede Kategorie festlegen. Ja. Und dann mal sehen, was da am Ende bei rauskommt. Es könnte dieses Jahr wirklich sehr sein, dass es sich sehr auf ein paar wenige Spiele verteilt. Ja, aber weil insgesamt muss man wirklich sagen, das Spielejahr 2016 war, es gab viele Sachen, ja, aber wenig so mega Eindrucksvolles, was, ja, einen richtig so nachdenklich zurückgelassen hat oder sonst irgendwas. Es war viele Sachen, wo man gedacht hat, ja, hat Spaß gemacht, aber halt, das war es dann auch. Ja. Aber wir werden sehen, ich denke, wir werden schon eine ganz gute Liste zusammenbekommen noch. Oh. Ja, man hört nämlich wirklich, also wir haben ja über fast jedes dieser Spiele was Gutes zu sagen, aber das war bei allen Spielen so, fast allen, ja, es war halt gut, so, aber es war nicht herausragend, es war, ja, nicht wie 2015, wo wir dachten, oh, Soma hat uns so weggeflasht mit seiner Story und Life is Strange war so eine einzigartige Erfahrung, The Witcher hat Open World Gameplay neu definiert und so, und das war dieses Jahr halt irgendwie nicht so, nicht wirklich, ja, nicht so da. Aber nichtsdestotrotz haben wir, würde ich sagen, noch ein ordentliches Spielejahr hinter uns. Ja. Falls ihr die Graumel Hoch Awards nicht an Silvester direkt hört, wünschen wir euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Und ja, dann hören wir uns entweder bei den Graumel Hoch Awards oder im nächsten Jahr mit einem unserer weiteren Graustauschs. Denn die Lust am Reden wird uns niemals vergehen.
Bis dahin, euer Gauton. Und euer Ramen. Ciao. Ciao.